Und ich dachte mir immer so, also kennt ihr das noch? Gab es bei euch auch einen Hausmeister? Aber ich dachte mir immer, Hausmeister ist eigentlich ganz geil, weil du musst nur aufwischen. So, ich habe aber nicht gewusst, was ein Hausmeister wirklich macht. So, gibt es bei mir immer noch? Hausmeister gibt es bei uns gar nicht mehr. Also bei uns gab es den noch, ne? Und wir spielen Hausmeister. Und das ist ein sehr eigenes Wort, sagen wir mal so, weil Hausmeister, das, also das kennt, ich glaube, kein englischsprachiger Zuschauer oder Spieler versteht, was da steht. Ne? Ich war Hausmeister im Altenheim, da gab es sehr viel so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es wahrscheinlich nicht. Mein Papa, sein Job ist Hausmeister hier im Haus, wo ich wohne. Rabbi, wo wohnst du? Immer dieses gruselige Kittel. Okay, meine Putzels, wir spielen Hausmeister heute. Wir spielen es auf Deutsch. Ich mach Lautstärke schon ein bisschen. Da muss schon ein bisschen, muss schon fetzen. So, Kenari. Nächste oder übernächste Woche, ich weiß noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall ein von den beiden Streams, spielen wir das neue Chillers Arts Game, weil das ist jetzt rausgekommen. Also, ja, und das, aber ich wollte es also da spielen. Und, also meine Putzels, wir gehen rein. Es ist ein Horrorspiel, was, glaube ich, sehr auf eine unangenehme Atmosphäre setzt. Der Grafikstil ist beabsichtigt, nur damit du es wisst. Möchtest du ein neues Spiel starten? Rojo, aber nur, wenn du mitkommst. Und die Mr. Dipsy, auch wenn die mitkommt. So, die Kuro und auch du. Nee, du wartest draußen, weil du hast wieder Angst. Und die Feebrand, den Feebrand, nimmst mit. Hoffentlich gute Jumpscares, ich habe keine Ahnung. Also wie immer bei deinen Streams. Den Walter nimmst du mir auch mit. Und die White Sun. Wenn ich einen falschen Artikel sage, müsste ich mich korrigieren. Aber ich glaube immer, der ist er sie. Hallo Herr Grohig, wie geht's dir denn, mein Hübscher? Und die Chaosbutter. Ich bin auch am Start. Okay, Peter, wir gehen rein. Ich weiß nicht, worum es geht. Das werden wir gleich rausfinden. Und hä, wie schön. Also, schön. Gut, ein bisschen leer. Oh Gott, da war was im Eck. Wach auf. Oh je. Hallo Ponce, Kleimer. Hausmeister ist witzig, finde ich da nicht besser als Chila. Karaoke habe ich gestern gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt. Oh, ich habe Hausmeister ist gut? Hallo LKW-Mechaniker. Und immer spielen diese kleinen Fratzen da draußen. Dann höre ich immer von links, oh, ich schieße hier zu mir hin. Oh. Letztens kam der Ball zu mir reingeflogen. Habe ich einen Nagel genommen. Und dann habe ich die Fenster zugemacht. Gut. Kann man da was machen? Nix. Hallo? Keiner da. What the fuck? Hey, was war das jetzt? Hallo? War das die Tür? Mich doch am Arsch, das ist wie in echt. Ey, so klingt unsere Türklingel in echt auch. Genauso. Oh Gott, Notizen. Kann ich verschreiben? Nix. Genauso klingt unsere Türklingel auch. Aber jetzt ist aber genauso, ich schwöre. Die Schlüssel sind links am Kleiderhaken. Oh Gott, das ich hab so erschreckt gerade. Alter, die, wer ist denn da? Ach, meine Güte, die Satariko, die will sich bestimmt wieder ein Ei borgen. Was? Alter, ja, hier auch Satariko. Was war jetzt? Ja, ich mach doch schon auf, meine Güte. Wie ma. Hallo? Ja, Alter! Keiner da! Boah, ja, hallo? Okay, ja, ich hab den Schlüssel aufgehoben! Wie krieg ich auf? I? Boah, bist du nervig! Wie krieg ich denn auf die Tür? Ich hab den Schlüssel aufgehoben! Leute, wie krieg ich die Tür auf? Ich krieg die Tür nicht auf und es ging die ganze Zeit. Ja, ich hab doch die Schlüssel aufgehoben oder sind das die falschen gewesen? Ich hab doch. Willst du dein Paket jetzt oder nicht? Ich hab doch die Schlüssel aufgehoben. Das im Menü unten steht rechts Schlüssel. Hä? Warte mal, F. Aha. Boah, die alte. Ey, Satariko, ja. Oh Gott, das war die Schlüssel auch noch. Kellerschlüssel, Schlafzimmerschlüssel, Wohnung hier. Santa Rico, was ist? Oh Gott, was ist denn mit dir? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Das. Stop, 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 stop.
So gut sind wir jetzt doch nicht befreundet. Nein. So, Entschuldigung, ich wollte Ihnen auch nicht mit der Taschenlampe ins Gesicht laufen. Ehrenrunde, danke für Simone. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, ich meine, so gut kennen wir uns jetzt auch nicht. Ne? Frau Satarico, ne? So. Hallo. Der Keller ist überflutet. Ein Rohr muss kaputt sein. Ja. Ich kümmere mich schon drum. Hab doch sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Ich bin der Hausmeister. Ja, stimmt. Das war die Klingel. Ja, wunderbar. Okay, aber jetzt muss ich da runter auch noch. Meine Güte. Ah ja, da habe ich sie. Da hier damals die Sarazura. Da habe ich mir extra ein Bild aufgestellt. Was kann ich irgendwas machen? Zeitung? Ah, ich habe sogar Beine. Oh. Mein Glas, mein Fernseher. Okay, kann ich da nicht rausschauen? Okay, was ist? Badezimmer? Die hat mich übrigens aufgeweckt, gerade die blöde Kuh. Ich habe gerade gepennt. Was ist denn mit ihr? 9:30. Um 9:30 steht doch kein Mensch auf. So, ne? Sogar der Chat bleibt bis 12 liegen. Manchmal sogar bis... Stehen die gar nicht auf. Die pennt ich wieder ein. So, kann ich da was machen? Oh, ich habe einen alten Mantel. Das war die Dame von dem... Der Anruf, die Geld wollte. Oh Gott. Ich verstehe. Ah! Oh, das ist... Okay, gut. Da habe ich da... was ist im Eiskasten drin? Die Gemüselade ist aber verdächtig voll. Also... Da habe ich schon gut eingekauft, ne? Gut, was haben wir hier? Okay. 9:30 gibt es den Knoppers. Nimm ab, weil ein bisschen Strom sparen, ne? So. Oh, nimm ab. Ich weiß nicht, ob es einen Sinn hat, aber es... Weißt du, am Endeffekt... Oh. Am Ende stirbt er, weil ich Stromverbrauch zu hoch war oder so. Oh, hier ist aber dunkel. Oh. Das... Oh! Ah, ja. Ja, die Frisur von mir und von ihm ist relativ die gleiche. Also, das muss man schon sagen. Also, es ist relativ... Also, es ist wirklich ein Spiegel in die Vergangenheit. Also, ist eigentlich... Hallo Mutter, schön, dass du da bist. Wir spielen ein Horrorspiel, Mama. So, was haben wir da? Muss man alles anschauen. Ne? Wie die Künstlerpüppchen zum Posen nachzeichnen. Volles Haar. Jetzt hör doch mal auf zu lachen, Sarazura. Ha? So. Waschmaschine. Gut. Chat, wenn ich wiederkomme, ist die gemacht. Gell? Tut's mal die Wäsche waschen, bitte. Charlotte Carota, Saga Famaro, Jonas Thiel, Maymay. Ikuna-Lauf. Ach, wo ist der Lichtschalter? Ah, hä? Da? Ah. Wunderbar. So, gut. Nö. Patzi, jetzt aber bitteschön. Warte mal. Habe ich irgendwie eine Aufgabe jetzt? Ah, repariere das Leck im Waschraum im Keller, mach den Abfluss frei. Ach, das ist wieder. Hallo Elderberry, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ah! Gottes Willen, eine Donation! Oh Gott. DSF Fair Service Team. Hallo, hier ist das DSF Team. Ihre Telefonrechnung von vor 20 Jahren wurde noch nicht beglichen. Wir bitte um Bezahlung. Ich hab's nicht so gemeint, DSF. Können wir noch ein Auge zudrücken? Danke für 10 Euro. Vielen Dank, DSF Service Team. Ich hoffe, es läuft bei Ihnen immer noch so gut. Vielen Dank, DSF. Dankeschön für 10 Euro. Vielen Dank. Dankeschön. Aber soll es nicht in die andere Richtung gehen? Danke für den Support. Dankeschön. Ah, das ist mein Zimmer. Ist das auch mein Zimmer? Nee, das ist das. Oder doch, das ist mein Zimmer. Danke, DSF Service Team. Danke für 10 Euro. Vielen Dank. Danke für den Support. Dankeschön. Oh, Eve, tut mir leid. Oh, warte, ich habe meine Tür nicht zugemacht. Ein bisschen doof, ne? Okay, ich schaue mich mal um. Hermine, danke für 15 Monate. Ich freue mich heute mal, den Horror-Dienstag dabei sein zu können. Auch Hermine, bist du herzlich eingeladen. Ein Rasenmäher habe ich auch, okay. Regenrinne, okay. Und bling, bling, danke für 90 Monate. Danke euch beiden, dankeschön. Herzlich willkommen. Und hallo, Litesdeutsche. Schön, dass du da bist. So, gut, dann, Chat, Yoshi, du kannst gerne mal schaukeln. Kann ich da? Nee, kann ich nicht. Okay. Alles Hausmeister Krause, der bin ich. Ich schau das alles in Ordnung.
Und da sind wir schon wieder beim Müll weghauen. Meine Mama hat mir, wie gesagt, die ist jetzt nämlich gerade im Chat, die hat mir immer beigebracht, Sachen nicht auf den Boden zu werfen, sondern in Dings. Ha? Malek und White Sand, da könnt ihr euch mal eine Scheibe abschneiden. Ha? Schau, wie es da ausschaut, Malek. Oh, ist das Kompost? Ja, anscheinend. Ah, da ist der Mist. Kann ich... Oh. Ah ja. Die haben mehr Mülltonnen als wir. So. So. Ups, machen wir im Chat. Jetzt ist... So, okay. Ich mach mal... Gut. Wo gehe ich jetzt hin? Warte, ich muss mich ja jetzt kümmern. Hallo, Ani Banani. Wie geht's dir? Und Dolphis, danke für 10 Monate. Vielen Dank. Ah. Was brauchen wir denn? Warte, ich muss den Abfluss reinigen mit dem Pömpel. Oh Gott. Ich glaube, im Sport habe ich den Bizeps geskippt. Wenn ich mir das so anschaue, ne? Gut, wir gehen weiter. So, habe ich irgendwie dann... Habe ich nichts? Ne? So. So. Voll der Helen Schatten. Oh, ich muss jetzt runter in den Keller. Achso, die geht jetzt nach vorne. Achso. Oh. Satariku, ja zeig mir mal, wo ist denn der... Punkt, Punkt, Punkt. Schau mich nicht so giftig an. Warte, ich mach ein bisschen leiser. Okay, so. Oh. Haben Sie schon wieder Ihre Zigaretten da in den Abfluss geworfen? Ich hab gesagt, das sollen Sie bitte lassen. So. Ah. Oh. Alter, was ist da denn los? Hallo? Ich brauche Werkzeug! Oh Gott! Ich brauche Werkzeug! Also ist repariert. Okay. Ah, also ich habe schon alles. Okay. Bitteschön, mein. Und wieder mal, der Hausmeister hat's wieder. Geh nach draußen, schau nach dort, ob dort Müll zum Aufheben liegt. Drücke C. Ah, okay. So. Hey, wo ist sie hin? Meine Dame? Hast die Frau nicht gesehen? Nee, was war mit der Frau? Was war mit der Frau? Da war gerade was. Alter, das ist aber auch schon auffällig, ha? Aber was hat die Frau gemacht? Gekonnt ist eben gekonnt. Ich komme euch allen vorbei, wenn ihr wollt. Gegen einen kleinen Aufpreis. Gibt's einen kleinen Cosplay-Wunsch. So. Was war das denn jetzt gerade? Im Haus ist ja einiges kaputt. Okay, ich gehe mal kurz runter. Ich schau mal da einfach. Ich schau mich mal um. Ich muss ja auch wissen. Oh Gott. Oh, da ist der Parkplatz. Ah. Zu mir als Erster. Putzi Matres. Kein Problem. Profi. Bei mir nicht Putzi ab Corona. Mit dem Rollwummel komme ich nicht, Profi. Aber vielleicht in einem Monat wieder, wenn sie wieder gesundet sind. Rollwummel, gute Besserung, mein Schatz. So. Ich schaue mich nur um. Ich muss ja auch wissen, was, wo ist denn... Ah, da ist die Ausfahrt. Achso, hier kann man dann aufmachen, oder wie? Ich muss ja alles... Oh, der Garagenschlüssel ist im Heizungskeller neben dem Waschen. Hallo, Bucky? Ah, so. Okay. Man muss als Hausmeister doch immer schauen, ob alles funktioniert. So. Hallo, Bucky. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo, Höllenwelpe. Hallo, mein Schatz. Hallo, ihr alle. Du hättest am Wochenende vorbeikommen können. Wir über die Heizung das ganze Wochenende. Sepinator. Ich war eh da im Night Outfit. Du hast mir nicht aufgemacht. Wie wär's mit Halogenlampen, so dunkler Bums? Ich weiß nicht, welchen Jahr das Spiel spielt, ne? So. Ein Danke hätte sie aber zumindest sagen können, die Satariku, ha? Beim nächsten Mal kümmere ich mich nicht darum. Ah! Oh, oh Gottes Willen, eine Donation! Och, Simmeringatina, ja, funktioniert. Simmeringatina, bitte nächstes Mal den Abfluss. Danke für 10 Euro, vielen lieben Dank. Ach, Simmeringatina.
Wir haben uns wahrscheinlich sogar schon mal gesehen. Aber schon sehr lange her. Silberringer Tine, danke wie immer für dein Support. Dankeschön. Ah, um Gottes Willen, eine Donation. Jetzt machen Sie doch endlich Ihren Job. Ich hab doch gerade Satanico. Ich wollte mir doch nur die Hände waschen vorgehen. Satterico und Silberringer Tine, danke euch beiden. Dankeschön, ich komme auch noch zu einer Satterico Weiche gerade. Dankeschön für den Support. Wenn ihr Fragen habt, Silberringer Tine, Satterico, ich komme immer wieder vorbei. Ach, du warst mal ein Maid-Outfit. Das ist der, das ist das, was ich mache. Warte mal, hä? Ist da, wo kam denn jetzt die Frau? Also ich muss nach draußen gehen. Ich wollte zur Frau gehen. Ich dachte mir irgendwie, die probiert gerade. Oh, gut, dann geh mal raus. Wo soll ich hin? Oh. Ikunalov, ist das da eine Zigarette in deiner Hand, hä? Huh? Ah, ja. Sarazura, danke für eure Pizzen, dankeschön. Vielen Dank. Und danke nochmal, Satarik und Simarikatin, euch beiden, dankeschön. Hallo, Biggie Sheep. Lauf nicht im Dunkeln rum. Also, die hat aber eine hohe Stimme. Warte, ich muss sagen. Lauf nicht im Dunkeln rum. Warum nicht? Und schließ die Tür ab. Ah! Um Gottes Willen, eine Donation. Ikuna, jetzt machen wir aber keine Angst. Inali steht nur in der Gegend rum und gearbeitet. Inali, ich hab den Flurabfluss sauber gemacht. Hä, wo ist die jetzt hin? Ist die? Ah, die ist wahrscheinlich oben. Inali, danke für den Support. Dankeschön. Leute, vielen Dank. Wenn ich wusste, dass das Geschäft so gut läuft, hätte ich früher damit angefangen. Hä, wo ist sie? Also nix, okay. Danke für die Donation. Inali, Inalia, danke, Inalia. Danke für 10 Euro. Sap. Ey, ich werde nicht mehr Hausmeister. Ich, das war's. Oh Gott, was war da? Ikuna, ist alles in Ordnung? Was war das denn jetzt? A2. Hey, was war das jetzt? Oh, da vorne steht auch wieder wer. Ich glaube, das ist ein Schädlingsproblem. Ja, ich glaube, wir haben große Wanzen. Sarazuru, danke fürs Giftezap. Dankeschön. Danke für Ambra an 7 Monate. Gnampf des Lot für 14 Monate. Junes für 2 Monate. Junes, dankeschön. Und danke, Overlord für 45 Monate. Mein kleiner Overlord. Dankeschön euch. Ich kam gerade so richtig mal gleich Jumpscare. Guck, ich hab's mir nicht aussucht. Gottes Willen, eine Donation. Das ist aber auch genug. Invisible schon wieder. Oh, Invisible, dankeschön. Und Leute, was ist jetzt los, Alter? Dankeschön. Oh, Leute, was ist jetzt? Hä, was ist da draußen? Also, es ist ein Baum, okay. Hallo? Oh, Invisible. Ah! Um Gottes Willen, eine Donation. Ich komm jetzt nicht und. Ich mach nicht euren Abfluss. Oh, Invisible, danke nochmal für 10 Euro. Danke für den Support. Dankeschön, Leute, was ist jetzt los gerade? Kapuzenbandit, nur eine Pause machen während der... Ich mache keine Pause, ich kümmere mich um meine Bewohner. Beim Jonas Thiel schaue ich öfter rein. Nein, wir geben was essen. Leute, die frisst wieder so viel. Oh Gott. Lieber Rablo, stellen Sie sich so eine Wurst in Austria, wo ich sehe, tu was für der Geld. Oh, lieber Rablo. Oh, Leute, vielen Dank. Was ist denn heute los? Oh, jetzt stehen wir im Dunkeln, jetzt ist es aber unangenehm. Liam Rablo, danke für 50 Euro. Alter, was ist denn heute? Dankeschön, Liam Rablo. Und Kapuzenpartit und Invisible und Inalia und Satarico und Simmeringer Tina. Danke für den Support. Dankeschön, vielen Dank. Leute, was ist denn? Und Kapuzenpartit und Invisible, ich komme euch auch noch vorbei. Dankeschön, vielen Dank, Liam Rablo. Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Und Pioneer, danke für 2,70 Euro. Ach, weil du es bist, noch ein paar müde Mangos auf Modded Portemonnaie. Oh, nur wenn's geht. Danke für 2,70 Euro. Oh, Leute, danke schön. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank.
Und schön, dass er da sitzt. Das muss auch gesagt werden. Ne? Okay, warte mal. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist wieder sich enttäuscht mit meiner Leistung, wie der Chat immer gerade. Wie hier der Kapuzenbandit. Leute, danke nochmal. Vielen Dank. Auch Rablo 50 Euro verrückt. Dankeschön. Hä? Das war's? Also wenn das nicht klingt nach einem Paar, der hat bestimmt ein neues Tattoo gesehen und denkt jetzt, der ist jetzt wieder Schwerverbrecher. Ja gut, dann red... Hör ich irgendwo Wasser? Ah! Um Gottes Willen, eine Donation! Och, Simmeriger Tina, leise! Ich bin doch hier leise. Hallo Simmeriger Tina, Leute, vielen lieben Dank heute. Gerade eine Poolparty oder so? Ich glaube, die Simmeriger Tina ist wild. Tina, du Verrückte, schon wieder? Dankeschön. Danke, Tina. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Ich mache meinen Job. Also ich war draußen. Hä? Achso, ob das Müll aufzuheben liegt. Okay. Okay. Oh, das ist ja... Oh, Tina, mein Schatz. Vielen lieben Dank. Danke für den Support. Dankeschön. Auch Tina, geht das jetzt den Dienstag? Dankeschön. Leute, vielen Dank euch allen. Auch nochmal ihr Kapuzenbart in Invisible. Aber ich sehe ihn. Aber warte mal, ey, raus muss ich. Da geht's raus. Vielen Dank euch. Lauf nicht in den Winkel, was macht der Wurm? Was soll ich denn tun? Also genau, die Dame hat gesagt, wo auch immer die hin ist, die habe ich gerade gesucht. Ist Müll draußen. Ah. Ja. Mademoiselle Lilibet hat wieder was fahren lassen. Was ist das denn? Ja, klar, ein Dosenbier war wieder da, Morgilein, ne? Ja, wieder ein Pappbecher. Ah, was haben wir da? Sparks the Bugs. Na ja, gut, das war eh klar, ja, das letztens. Ja. Was passiert? Sap, 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 F. Es wird Zeit, die Fenster im Treppenhaus und in den Gängen zu putzen. Geh in die Putzkammer und hol die Spüriflasche. Nix der von mir. Scharf an die Macht. Was? Biggie Sheep, scharf an die Macht. Danke für den Support. Dankeschön. Da, Leute, vielen Dank, Michael. Ich gehe mal zur Nachbarschaft. Danke, Biggie Sheep. Oh, du kannst jetzt nicht weggehen. Dann gehen wir jetzt auch nicht. Okay. Folgendes Problem, der war keine Überraschung. Ich wollte gerade... Putzen, du musst putzen. Ich dachte, da steht wer. Hey, das ist schon unheimlich. Das ist ein bisschen unangenehm, das Spiel, ne? Oh, ich sollte meine Tür vielleicht schließen. Gut. Biggie Sheep und Simmeriger Tina um Rablo 50 Euro nochmal. Rablo, danke dir, mein Schatz. Vielen Dank. Und um Gottes Willen, eine Donation. Leute. Und danke, dass du so lange dabei bist, wollte ich sagen. Danke, Leute, euer Maverick. Feiern mit Putz ist immer so cool. Auch Maverick, ich komme auch bei dir vorbei. Ich bin heute der Hausmeister. Maverick, danke für den Support. Dankeschön. Vielen Dank für 10 Euro. Danke dir, mein Schatz. Dankeschön. Och Leute, vielen Dank euch allen. Schön, dass ihr da seid. Okay. Und danke auch an alle anderen, die gerade sich mein Danke anhören. So, gut, dann machen wir mal sauber. So, damit auch... Wie schleicht keiner von euch mich jetzt an? Hallo Anidos und hallo... Madbeast schreibt Putzmeister. Erste Nachricht. Madbeast. Glaubst du, ich sehe die Frechheit nicht? Sei froh, dass es wenigstens einer macht. Für die Donation. So. Oh, ich sollte nicht im Dunkeln bleiben, hieß es doch, oder? Ah. Gut, ich mach lieber das Licht an. Ich fühle mich im Hellen auch immer wohler. Sag mir, es ist. Shadow Demon Steph, danke, Herr Hausmeister, dass Sie das Rohr repariert haben. Shadow Demon Steph, für meine Anwohner... Mache ich alles. Shadow Demon Steph, danke für 5 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen Dank fürs Trinkgeld. Ja. Weißt du, dann nehme ich auch mal gerne das teurere Putzmittel. Shadow Demon Steph, Sie wissen ganz genau, dass nach Veilchen riecht. Kein Problem, Shadow. Das mache ich gerne. Also, dann machen wir mal hier. So, hallo bei Germany. So, und das ist mal schon was wert. Ne? Casa Cristina, du musst dann noch runter, denn dein Postkasten läuft über, gell? Wollte ich da nur sagen. Und Artemis Silverstone, ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es knackst. Um
Gottes Willen, eine Donation! Warum zahle ich Miete? Warte mal, und Artemis Silverstone, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, Artemis Silverstone, aber bei Ihnen haben Sie im Briefkasten geschissen. Entschuldigen, ich wollte's. Und mach... Gut, okay. Na, ich wollte es nur sagen, also. Rojovo, danke für 10 Euro, warum zahle ich Miete? Rojovo, weil Sie eine sehr schöne Wohnung haben. Rojovo, danke für 10 Euro, danke schön. Vielen Dank. Kann ich, muss nur kurz das Fenster... Rojovo, vielen Dank, Mensch, hat so schön, dass du wieder da bist. Das war die L, weil ich nicht schlecht genug an der Tür war. Okay, so, ich muss da kurz nur putzen, meine Dame. Darf ich kurz? Rojovo, danke dir. Na gut, die redet immer noch nicht mit mir, ne? Hallo, Stemo zockt. Was zockt das Stemo aktuell? Das ist mir immer noch sehr suspekt, diese Wohnung. Ich glaube, der ist tätowiert da drin. Möchte ich sagen. Und Maverick und Biggie Sheep und Leute und Rablo. So, ich hab, warte mal. 4 von 6, 2 noch. Für die Donation. Oh, Coco Ciampo, dankeschön für die tolle Unterhaltung jedes Mal. Oh, Coco Ciampo, ich danke dir, du bist relativ neu, glaube ich, gell? Coco, danke für 22. Ich nenne dich immer Coco Ciampo. Dankeschön, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Leute, danke euch allen, ihr wisst das eh. Muss ich das noch sauber machen? Nee. Hä? Ich habe doch nur 2 Stockwerke, 2 Fenster. Ah, hier, hier. No, so. Oh, Coco, guck, ja, doch schon 4 Monate. Um Gottes Willen, eine Donation! Herr Krawall, mal rein. Was war jetzt? Was ist das immer für ein Sound? Was? Kathi, bis jetzt ist das Spiel sehr entspannend, Kathi. Wenn das. Was war das? Habt ihr was gesehen? Ah, das Licht? Oh, Licht. Krawall, du kannst super Fenster putzen, musst gleich mit mir weitermachen. Krawall, ich komme heute zu euch alle vorbei, Krawall, keine Sorge. Krawall, danke für den Support. Dankeschön, Krawall. Ah, das Geräusch kommt, wenn die Aufgabe fertig ist. Okay. Spring die Prüfflasche zurück ins Putzzimmer. Und wenn ich heute noch einmal den Witz lese, Putzi putzt, gibt's eine Arsch. Ah, so. What the fuck war das jetzt? Krawall? Ich komm schon. Hat weggeknurrt. Ich komm schon noch, Krawall. Ich hab's gesagt, ich komm gleich. Ich hab auch, Krawall, wie ich dir versprochen hab, ich komm auch als Dinosaurier verkleidet. Okay. Einmal mit Profis. Hua Jengsu, hallo, mein Schatz. Wie geht's? Putzi putzt, hab ich gehört. Putzi macht sauber. Ah, gut, wunderbar. Das ist genauso wie der Chat, ich sag so, nicht auf die Herdplatte greifen und der Chat. Krawall, danke für 10 Euro. Danke für den Support. Dankeschön. Krawall, ich erinnere mich auch immer noch an das Silent Hill von damals. Du weißt, was ich meine. So, ansprechen. Hey, was ist denn mit dir? Moment, das ist doch meine Wohnung, oder? Hä? Ist das nicht meine... Warum ist meine Tür offen? Nikul, kommst du dann auch zu mir? Nikul, ich komme zu allen heute noch, ne? Okay. Nein, wir gehen was essen. Oh, die frisst wieder. Oh, Gaza Christi, der Eflöck. Oh, Leute, ich komm heute zum einen noch. Gaza, das sind die GZ-Mahnungen im Briefkasten. Oh, Gaza, danke für den Support. Sie müssten da auf die Seite. Gaza, danke schön. Vielen Dank für den Support. Oh, Gaza, danke schön. Vielen Dank. Oh, Kasa, und danke, dass du nicht häufig schon dabei bist. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh. Die Leute im Apartment B1 sind zu laut. Kümmern sie sich darum. Wieder die Hasis? Ja, kein Problem. Kein Problem, Gnädigste. Kein Problem. Kein Problem. Kasa Christina, du weißt. Moment, aber meine Tür war auf einmal offen. Das finde ich ein bisschen komisch. Was ist da? So, nächster Tag. Freitag. Okay, warte mal. Ist ein bisschen dunkel in meiner Wohnung. Ich glaube, ich lasse doch lieber Licht an heute, ne? Ja, lassen wir es doch.
Hat sich da eh keiner vom... Hat sich der Jack Flick eh nicht in mein Bettchen gelegt, ha? Litis? Rojovo? Don't hug Teddy? Oder sich wer meiner Milch bedient? Wehe! Gut. Wehe! Der Kuschelbett, nix! Gut. Hat alles noch seine Ordnung. Okay, warte, ich mach aber die Tür lieber zu. Warum die auch immer die Frau die aufgemacht hat. Was soll ich zusperren? Kann ich zusperren? Warte mal, kann ich zusperren? Warte mal, Wohnung. Ich sperr zu, oder? Ich sperr zu. Sap, 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 sap. Ah, kann man nicht. Ich dachte, ich kann. Ich dachte, wenn der reinkommt. Weißt du, vielleicht, wenn der Chat sich in mein Bettchen legt. Man weiß ja nicht. Lalungs, danke für Wahu. Klopf, klopf. Lalungs. Sie lasse ich aber auch gerne rein. Dankeschön für 5 Euro, vielen Dank für den Support. Sprich mit die Mitte im B1 wegen der Lärmbeschwerde. Man hat's nicht leicht als Großmeister. Auf in die NSB. Oh, nicht. War das der Verrückte? War das. Der war doch da. Oh, Gottes Willen, eine Donation. Prof, komm mit für 1500, bist du Verrückter? Im Bett liegen und putzt. Oh ja, du bist ja krank. Danke, Profi. B1, warte mal, B1. Wo ist denn B? Ah, B2. Danke, Profi. Und das Miriel, danke für den ersten Monat. Vielen Dank, dankeschön. Und Chipping, und danke für 10 Euro. Mein Kater Diego freut sich immer, wenn du streamst. Hä? Wie das denn? Nee, der war unten. Ah! Um Gottes Willen, eine Donation! Chipping, und danke für 10. Vielen Dank, dankeschön. Und Lalungs, warte auf die Jumpscares und ein paar sehr lustige Schrecke, die habe ich die ganze Zeit schon. Danke euch beiden. Chipping und Lalungs, danke euch, danke schön. Und Casa Christina, danke schön. Okay, warte mal. Achso, warte, ich kann ja nicht einfach, ich habe ja den Schlüssel nicht. Es gibt keine Lärmbeschwerde bei den Hasis. Forrest! Ich hab da letztens was gehört. Lade Musik. Aus dem zweiten Stock. Es muss aufhören. Riech ich da vielleicht Gras? Hä? Hab gleich die Polizei am Dings. So. Kommen Sie mir nicht mit Ausreden! Bleiben Sie stehen, junger Mann! Die Hasis. Laut, ich hab geschlafen, aber wenn du schon mal da bist, tu mir einen Gefallen und sag den Typen aus C2, dass er nicht seine Kartons auf meinen Parkplatz werfen soll. Welche Sau ist das wieder? Da ist ja keine Disziplin im Haus! Ich hab euch da... Ihr habt alle einen Mietvertrag unterschrieben. Und was sagt er? Pünktlich die Miete? Keinen nicht urinieren am Gang? Einhorn, Pupa und Rosa Onigiri? Nicht! Und immer den Hausmeister? Der heißt nicht umsonst Meister? Meister nennen! Letztens kam die Satarico, sagt, hallo Putzi, sag ich, was ist mit dir? Ich bin der Hausmeister! Wirklich, es ist keine... Wirklich, es wird alles schlechter. Die Tigerkini damals schon, oh Herr Meister, das hat mir gefallen. Gut, C2. Wirklich, eine Frechheit. Gut, wirklich, ich. Manchmal bereue ich es ja schon, dass ich Hausmeister geworden bin. Ich hätte doch lieber Tischler werden sollen. So, Hausmeister Putzmuckel. Geht's jetzt nicht frech? Ich muss jetzt rauf zu C2. So, ich merke mal alle. Für alle, die frech sind, gibt es eine kleine Mieterhöhung. So. Oh. C2. So. Oh. Ah, hier ist C2 also. Marikios. Sie werfen die Kartons an. So. Ja, Marikios. Aber die Grafik ist nicht so geil von mir. Das ist mit Absicht. Das ist ja mit Absicht. Das ist ja der Stil. Ich schaue mal gerne in die Wohnungen rein. Ne? Was haben wir da hinten? Haben wir da noch kein Bett? Marikius? Huh?
Meine Kartons? Tut mir leid, aber ich kann nicht schwer heben. Ich kann's mir nicht, ich hab mir eine Verletzung zugezogen. Kannst du dich drum kümmern? Hier hast du einen Kellerschlüssel. Alter, ich komm mir vor, wie im Haus das Verrückte macht. Ich such den Passage 38. Was? Ich muss jetzt rauffragen, was ist denn mit euch? Was ist denn? Ich bin doch nicht der Depp vom Dienst. Danke für die Donation. Jess, Licht an, kommst du morgen mein Fenster auch pusten, Jess, aber ich komme auch heute noch vorbei. Wenn ich sie aus dem Bett wecken darf, gell? Also es kann noch ein bisschen dauern, Jess, aber dann bin ich da. Silly Bang, habe ich jetzt noch im Sortiment. Jess, danke für den Morgen, vielen Dank für den Support. Danke euch allen, Dankeschön. Auch Lalux und Edgy Beko und Profi und Casa Christine und Lalux. Danke euch allen. Ich muss jetzt wirklich in den Keller gehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwer ums Eck schießt. Ne? So. Was war das für ein Geräusch? Kam das von mir drin? Nicht, dass jetzt irgendwer bei mir da in der Wohnung ist, ne? Und mir dann irgendwie mit dem Schlägel uns über den Kopf haut. Ne? Für Position 38 muss er noch das blaue Formular C4, das Picke F7. Da hast du noch einen Müllgreifer. Wolo Kranu, könntest du es so besorgen. Okay, gut, dann gehen wir halt in den Keller. Ah, der Österreicher geht wieder in den Keller. Hehehe. Dann haben wir es wieder. So, ich mache mal lieber Licht an. So, will ja nicht. Aber Tea Time ist trotzdem. Also. Gut. Oh, da will ich aber auch. Da gehe ich alleine ungern. Ich gehe alleine ungern runter. C2. Achso, warte mal. Hä, was ist? Ah, da ist immer noch die Wäsche aktiv. Okay, C2, da haben wir es doch schon. Hä? Achso, warte, ich habe einen Schlüssel. Schlüssel! Achso, ich soll die Karton ja jetzt tragen. Alter, es ist aber auch dunkel in den Keller. Und wie einer von euch versteckt sich und erschreckt mich da unten. Mach, die Tür hat was. Was ist das? Okay. Ich soll den Karton doch auftragen, oder? Such in der Garage nach den Umzugskarton. Und achso, ich muss in der Garage. Meine Güte. Man hat es aber nicht einfach mit euch. Achso, das ist meine kleine Reservatenkammer. Gut. So. Stemo Talk, danke für den Pitzel, dankeschön. Stemo, bitte rotzen Sie mal auch nicht wieder auf den Gang, gell? Letztens habe ich einen Kaugummi gefunden, das möchte ich euch erzählen. Vom Stemo, der hat letztens einen Kaugummi auf den Lichtschalter geklebt. Wenn den wer sieht, schicken Sie ihn bitte gern runter zu mir, gell? Und hallo Mulemaus, danke für dein Prime-Sub. Der Mulemaus ist brav. Da kann man nichts sagen. Der Mulemaus, der sagt immer guten Tag. Letztens hat er mal sogar einen Liter Milch mitgenommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wirklich ein toller Typ, der Mulemaus. Na, so. Sorry, Loso. Hallo, Tevo. Sieht gar nicht so horrormäßig aus, Tevo. Musst abwarten. Die meisten Spiele beginnen ja langsam und dann wird's krasser. Und dazu gehört wahrscheinlich das auch. So, ich gehe mal in der Garage. Warte mal. Wo war denn mal die Garage? Achso. Nee, die Garage war sogar unten. So. Was wären wir ohne Rabbis Zusammenfassung? Ich liebe die Rabbi. Das macht die immer und da bin ich ja sehr dankbar. Ohne dass ich es verlange. Wenn sie es nicht mal blockieren. Oh. Schlüssel? Ich nehme ihn einfach mal mit. Was man hat, das hat man. Da tropft es aber ganz schön im Keller. Und ich soll nicht im Dunkeln bleiben, hieß es ja, oder? Okay, dann bleibe ich nicht im Dunkeln. Pass auf. Ja, Koko, geh mit mir. Ich habe gesagt, Koko, begleite mich. Jetzt bin ich doch wieder alleine. Auch die Rosa und die Girin sagt, sie kommen mit. Jetzt bin ich doch wieder alleine in der Garage unten. Wo ist denn der Karton? Hä, wo ist der denn? Ah ja. Hä, wo ist denn der Karton? Okay.
Oder ist der nicht im... Macht das nicht Sinn, dass der Katholik... Oh Gott! Oh nein! Oh ja! Oh gut! Romeo, gute Neuigkeiten, die Alarmanlage funktioniert. Oh Gott, hab ich geleckt mich. Ich hab Gänsehaut. Bist du deppert? Sieht man das? Oh Gott. Oh ja, also die Alarmanlage funktioniert. Er hat. Oh Gott, hab ich Gänsehaut gekriegt. Oh, bist du deppert. Aber funktioniert. Bodensee Lurch, guten Morgen. Funktioniert, Chat, ist, also für das wollt's, Alarmanlage könnt's, bumm, bist du deppert, ich hab so Gänsehaut gerade, ich hab mich so angekackt gerade, bist du deppert, und es war nicht einmal die Simmeringer Tina, möchte ich sagen, ne, so, ich mach Licht, aber wo ist jetzt der Karton, hallo Tafik, Delle im Auto, und ich geh jetzt aber nicht schon wieder an, oder, okay, aber wo ist denn der Karton jetzt, hallo Miss Nanet, hallo mein Schatz, wie geht's dir? Und da ist es auch okay. Puttenpelle. Wo ist denn jetzt dieser blöde Karton? Ich finde ihn nicht. Such in der Garage nach dem Umzugskarton. Ja, dann mischen wir den in. Anderes Auto vielleicht. Ich kann nicht. Ich hab aber keinen Autoschlüssel bekommen, oder? Kellerschlüssel? Garagenschlüssel. Ich bin auf jeden Fall in der Garage. Mrs. Lou, danke für 10 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Und danke auch für alle neuen Leute, die da sind und zum ersten Mal und gleich und gefolgt haben. Vielen Dank euch auch. Rotes Auto. Ich schaue gerade, aber ich habe kein Auto. Ich habe kein. Also, ich kann nicht aufmachen. Ne? Ich habe ein bisschen Angst in so einem Klick. Sub. Sabre wohl. Danke für den Prime Sub. Dankeschön. Vielen Dank. Oder Saber wohl. Hä? Wo ist denn? Bin ich. Nini, warte noch. Hä, wo ist denn der Karton? Da hinten vielleicht? Hä? Komm, jetzt zurück, was ich hier plötzlich eingekackt hat. Der Eichleitner, das kann, das, da verwechselst du ihn, glaube ich. Hä? Sub. Wo ist denn? Hey, Kev, hallo, mein Schatz, danke für die Mulde. Dankeschön. Ich danke dir, dass du immer noch da bist. Hä, wo ist denn das? Vielleicht steht er vor der Garage. Ich weiß es nicht. Also das ist auf jeden Fall die Einfahrt. Oh, die Welt. Ich hoffe, ich bin gespannt. Ich mag so Spiele, die langsam starten und wo man so tägliche Aufgaben machen muss. Die mag ich ganz gerne. Das, ich finde, das ist mit Chillers Hearts einer der größten Stärken, sind diese alltäglichen Sachen. Die finde ich gut. Miss Lou und ich haben dieses... Miss Luna verstanden. Ne, das habe ich nicht gemeint. Aber ich kann es so nennen, wenn sie will. Hier vielleicht irgendwo? Das Wetter ist ein bisschen trüb. Ja, es sollte ich zusammenziehen, aber... Ich mag das mit den Aufgaben auch, Coco, ja. Okay, ich glaube, hier bin ich... Hä? Es gibt ein neues schönes Arzt-Game, Kati. Das werden wir aber entweder nächste oder übernächste Woche spielen. Aber ich brauche irgendeine Karton. Vielleicht mal systematisch alle Ecken. Oh, habe ich das nicht? Hallo, Frau Putzig. Okay, dann muss ich doch wieder... Okay, dann geh mal halt wieder in die Garage. Ich habe es nicht gesehen. Solltest du nicht in... Aber das ist die einzige Garage, Magramo. Oh, ich mach mal lieber Licht an. Ich soll nicht zu lange im Dunkeln bleiben und die Tür abschließen, hat sie gesagt. Hallo, Horcha, mein Schatz, wie geht's dir? Ich hab Angst, dass mich mal verfolgt. Okay, also nochmal rein. Ich glaube, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich mich nicht gut genug umgeschaut habe. Okay, gut, dann schauen wir uns am Rand um. Okay. Okay. Julian, danke für den Pinsel, danke schön. Oh! Sorry, Loso? Das war deine Schuld. Hab's gefunden. Sorelose, da stand nämlich woanders. Die Sorelose hat's umgestellt. Und wenn man zusammenräumt, findet man nichts mehr. Damagon, danke für den Follow. Vielen Dank. Sorelose, ich hab das mir schon zurechtgestellt. Du hast es wieder umgestellt. Ich war da jetzt nicht schuld.
Was war das jetzt für ein Geräusch? Oh Gott, bitte nicht, bleib an! Hä? Oh ne. Also entweder die Ingwert braucht wir oder die beiden kennen sich schon länger. Hallo Nekozit. Oder sie kennen sie noch nicht so lange, kann auch sein. Achso, ich muss ja in den Keller gehen, ich Depp. Roger, danke für den Pinsel, mir geht's gut. Oh, Roger, danke schön. Sorry, ich kann mich nicht umdrehen. Hä, was ist da denn? Seht ihr das? Da ist was drin. Da bewegt sich was. Ich muss C2 gehen. What the fuck ist das denn? Da ist wer drin. Geht's Ihnen gut? Kann man Ihnen irgendwie helfen? D2. Den muss ich immer merken. Oh, Lysira, danke für 16 Monate. Schön, dass es dich gibt, Lysira. Bring die Kellerchen zurück in die Wohnung. Warte mal. D2, muss ich mir merken. Hallo Transron. Hallo mein Schatz, schön, dass du da bist. Sind das die Mods? Ja, das sind, wenn ich wieder vergesse, eine Weifenflasche in den Keller zu geben, dann ein bisschen ausgehungert sind es dann, das kommt vor. Aber das ist in Ordnung, dann kriegst du einmal Weifut-Banane und dann ist schon wieder in Ordnung. Das ist so, die kennen das mittlerweile. Die haben ihren Magen darauf trainiert, auch länger nichts zu essen. Frag ihn den zweimal. Ich würde gerne wissen, wo der wohnt. A1 ist mir sowieso suspekt. D1. Wo ist die 2? Guten Abend, hast schon mal in Erwägung gezogen. Final Fantasy Freddy's haben wir damals gespielt. Aber nur den ersten Teil. Wir haben es nicht weit gespielt, leider. Das hat sich dann irgendwie so ein bisschen verloren. Achso, da war ich schon. Aber vielleicht kann man sich überlegen. Daniel Banani, schreibst du nicht auf dem Chat, bin aber nahezu jeden Dienstag dabei und muss sagen, bei Putzis gibt es einfach die allerliebste Community. Danke an euch und an Putzis für Dienstagabend Unterhaltung. Grüße aus Österreich. Mua, Daniel Banani, ich danke dir fürs Zuschauen. 6 Monate, Daniel, ha? Jetzt ist aber auch schon ein halbes Jahr haben wir jetzt schon hinter uns, gell? Jetzt haben wir bald die silberne Hochzeit. Daniel, danke für 6 Monate. Freut mich, dass dir gefällt. Und die Gatze mag ich auch gern. Die Gatze ist süß. Aber D2 war der komische, gell? Ja, da ist der komische. Gottes Willen, eine Donation! Oh, Schutzgeld für diesen Monat. Hodja ist in Ordnung. Ich sag den Rabatz nichts. Der muss diesmal nicht eintreiben kommen. Hodja, danke für den Support. Hodja, ich schluss an mit dir. Komm. Hodja, vielen lieben Dank. Dankeschön für 10 Euro. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Ach, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support. Dankeschön. Und schön, dass ihr da seid, ihr Süßen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Dienstagabend. So. Ihr bitte schön. Ich habe den Schlüssel wieder. Danke, Roger. Vielen lieben Dank für 10. Dankeschön. Oh, hallo. Bitte schön. Wollen Sie den Schlüssel oder wollen Sie mich? Sind immer so die kleinen Hausmeistersprüche. Weißt du, das kann man einfach so. Das ist wie beim Metzger. Darf es etwas mehr sein. Danke! Kein Problem. Für heute ist alles erledigt, beginnt ich zurück in meine Wohnung. Ach, endlich! Endlich Feierabend! Hoffentlich ruft mich keiner an! Oh, es wird doch langsam Abend! Oh nee, es wird langsam Abend! Ach nein! Sehr minimalistisch eingerichtet. Minerva, wir haben ja nicht viel. Jetzt kann der. Oh Gott, mein Grab, Alter. Jetzt wird.
Das Spiel ist ekel, weil als dieses Gesicht aus der Tür fuhr, das war so komisch. Gut. Mach alle Licht aus, bevor du schlafen gehst. Okay. Kann ich heute bei Licht schlafen vielleicht? Und kann ich die Tür zumachen? Würde es euch stören, wenn irgendwer heute bei mir übernachtet? Valtiel, Matago, der Daimon, der Magramo, Gothic Master, bitte könnt ihr könnt euch auch was aus dem Eiskasten nehmen. Aber bitte kommt nicht beim Fenster rein, ja? Das hatten wir letztens mit dem Kapuzenbandit und mir erschreckt. Seitdem hat er eine Narbe. Gut, okay. Luisa. What the fuck war das für ein Geräusch? Hä? Wer hat das Geräusch gemacht? Da ist eine Tür zugegangen. Oder war das der? Hä? Los, wir gehen was essen. Oh Gott. Die frisst wieder so viel. Nightlife, bist du angerannt? 100 Euro Nightlife, wieso denn? Unterweil habe ich noch gar nicht bei Ihnen zusammen sauber gemacht. Nightlife, Dankeschön. Nightlife, vielen lieben Dank, Dankeschön, viel. Ich weiß nicht warum. Das war die Miete für den Monat. Ich glaube auch. Nightlife, ich gehe für Sie einkaufen. Nightlife, vielen lieben Dank. Dankeschön. Och, Nightlife. Dankeschön. Nightlife, dafür rücke ich auch ein bisschen. Dafür mache ich auch. Nightlife, vielen lieben Dank. Danke, du Verrückte. Dankeschön. Nightlife, ich will die Tür zumachen. Nightlife, danke noch einmal. Ich hoffe, du hast sie nicht verschrieben. Dankeschön. Danke dir. Mietrückzahlung. Steh auf. Hä, wieso? Nightlife, ich. Oh. Okay, Nightlife, ich. Oh Gott! Hallo! Nightlife, warum kannst du nicht schlafen oder wie? Oh, was ist denn da? Nightlife, sag auch mal, was hab ich. Hab ich gefurzt im Schlafen, das kommt vor. Och, was steht denn da? Sieht die keiner? Boah. Hast du schlafen können oder wie? Leute, wie erschreckt auf einmal stehen die. Warum steht die bei mir drin? Wollt ihr den Schlüssel? Nightlife, noch mal von ganzem Herzen. Der Strom ist aus. Hallo Dark Angel, mein Schatz. Wie geht's dir? Der Strom ist aus im ganzen Gebäude. Schau nach dem Sicherungskasten. Bewohnerin A2. Die hätte. Kann die nicht anklopfen oder anläuten? Wie spät haben wir's denn? 21:30! Immer noch. Aber wir haben keinen Strom. Oh, wir haben keinen Strom und ich soll im Helm bleiben. Okay, macht euch bereit auf einen Arsch voll Jumpscares. Drachencafé, du gehst vor. Geh in den Keller und schau nach oben nach, ob etwas mit dem Sicherungskasten. Ja, ich geh in den Keller. Sicher, ich geh in den Keller. Wenn es draußen dunkel ist und der Molchmörder rumrennt, geh ich in den Keller. Und pissen uns auch noch. Ich mach zu. So. Keine Sorge, ich geh in den Keller. Jetzt haben wir's wirklich, das Nightlife. Nochmal Nightlife, ich hab deine Nachricht, du hast nichts geschrieben. Ich weiß auch gar nicht, ob du im Chat noch bist. Du musst doch nichts schreiben, alles klar. Danke nochmal, vielen Dank. Dankeschön. Gut, der ist wirklich tot. Squarefire und Avenger. Oh, ist sie immer noch da? Oh, die ist immer noch da.
will da nicht mal wer. Hallo? Boah, jetzt irgendwer. Wir kommen mit, dann bist du nicht alleine. Luisa und Judith, geht, würdet ihr vorgehen? Wo ist der Sicherungskasten nochmal? Wo war der? Kannst du da mal Kleidung geben? Wo war denn der Sicherungskasten? Gut, war der Keller der Hasis. Ist gut, dass du spielst nicht mehr. White Sun, ja. Oh, auch nochmal Hortscher, mein Schatz. Ach, nochmal danke dir für 10. Vielen Dank. Oh. Die Sicherung fehlen, geh zur Putzkammer. Ich geh. Oh, nee, jetzt. Oh, wenn da jetzt wer rauskommt. Oh, nee, bitte nicht. Bitte nicht, Kapuzenbandit, geh vor. Ich mag nicht. Ich mag nicht gucken. What the hell? Hallo? Wir gehen was essen. Oh, die frisst wieder so viel. Das gibt's doch nicht. Nein, du Verrückte! Ach, meine Fresse ist ja wahnsinnig. Nightlife, was ist denn los mit dir? Muss hier nur was anklicken, so, und dann wünsche ich dir und dem Chat einen schönen guten Abend. Viel Spaß. Och, Nightlife und auch. Nightlife, du Verrückte. Danke nochmal für 100 Euro, Nightlife. Danke dir, mein Schatz. Oh, ich hab das hier noch hin. Warte mal, ich hab doch den Schlüssel. Nightlife, du Verrückte, und jetzt gehst einfach, nachdem 200 Euro einfach liegen gelassen hast. Nightlife, danke für deinen Support und ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Arbeit. Danke für den Support, danke für 200 Euro, bist du wahnsinnig. Dankeschön, vielen Dank. Und einen schönen Arbeitstag wünsche ich dir. Oh Gott. Wer hat denn da jetzt geschrien? Da hat die Tür gequietscht. Ja, wer hat denn da geschrien? Oh Gott, was war das jetzt gerade? Was hat mich da berührt am Arm? Oh nee. Oh, ich muss in die Wäschekammer gehen. Wer hat denn da geschrien? Och, nochmal Nightlife und ganzen Herz. Danke noch einmal, du Verrückte. Aber das darf nicht, nicht, dass du es bereust. Wirklich. Dankeschön, Nightlife. Und schönen Arbeitstag. Ich weiß gar nicht, was du arbeitest. Danke für die Donation. Oh, Füß. Schön, die Ach, Füß, ich danke dir fürs Zu. Hemmene. Füß, danke für 5 Euro, Füß. Füß, das war wegen der Milch, die du dir letztens ausgebrockt hast. Gell? Kein Problem. Füß, danke dir für den Support. Das. Travra? Kann man irgendwie helfen? Oh, die. Oh, da ist die Obi hingefallen. Oh! Wir waren immer schlimm! Russo und Nigiri, kann man dir aufhelfen? Hilfe! Ja, was soll ich jetzt machen? Wie? Russo und Nigiri, wie kann. die Omi ist hing. Achso, die hat so geschrien! Achso! Die alte Frau ist im Dunkeln geschützt, bring sie zurück in ihre Wohnung, die Eins. Ja, wie? Was soll ich denn tun? Achso, ich hab. Ja, ich glaube, so stellt sich das die Rosa und die Giri auch oft vor dann, ne? Ich verstehe. Gut, wo wohnen sie, die Eins? Rosa und die Giri, kommt, geht zurück. Das ist die Drecksau, die hole ich, die kündige ich. A1, wenn wir gleich aufschreiben. Die Wohnung ist frei bei mir. D1. Wohnung ist frei bei mir. Könnt's. Ich nehme Bewerbungen an. Lalungs, du darfst bewerb dich. So, wirklich, das ist die letzte. Den merke ich mal. A1. Nächste Woche ist dann immer da.
wirklich so eine Sau. Wie viel Miete? 100. Günstig. Günstig. Für dich 90. Die 1. Und einen Kuss in der Früh, den hätte ich schon gern. Aber sonst. Ah! Achso, ja, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht anschreien. Ich habe nur. Warum sind Sie vor mir teleportiert? Kein Problem. Ja. Heute, warum teleportiert sich hier vor mich? Vielen Dank. Ja, gern, Russo Nigiri. Ich. Gut. Und dass ich nichts höre, ne? Immer einen flotten Spruch. Als Hausmeister hast du immer einen flotten Spruch drauf, gell? Und tun's mir nicht zu viel. Weißt du, da ist wer ein bisschen älter schon, oder sagt man dann immer so, weißt du, und tun's mir nicht. Und vorsichtig bei den jungen Burschen, weißt du, einen coolen Spruch. Coolen Spruch. Oder einen guten Witz auch, weißt du, so manchmal habe ich das Witzebuch dabei und dann sage ich so, weißt du, dann sage ich so, die finden das immer, lasst uns an der Ecke treffen, sagt die eine Wand zur anderen. Na, das finde ich immer super. Das kommt immer gut an. Ne? Habe ich bekommen, die schlechtesten Flachwitze der Welt. Ne? Das kommt gut an. Das kommt gut an. Ne? Das kommt gut an. Das ist wirklich, das ist da einen kleinen Spruch. Kein Problem. Kein Problem. Wirklich. Ne? So. So, ne, das ist. Ich will schwimmen zu Elli. Wer ist Elli? Oh. Leg dich doch noch zu mir. du trägst doch dich. Ich kann nicht läuten. Oh, scheiße, ich wollte. Ah, okay. Die. Okay. Also, das Last of Us. Ey, die neue Folge war gut wieder, ne? Gut. Die Sicherung fehlt, geht zur Putzkammer. Ich gehe zur Putzkammer. Seit wann wird schon gespielt? Worum geht es hier? Elohand, worum geht's? Wir sind Hausmeister. Also das ist wirklich gerade die Story so. Mehr wissen wir auch noch nicht. Und bis jetzt mache ich nur das, was Hausmeister anscheinend so tun. Nämlich schauen, dass alle brav sind. Und es spukt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ist der Platz nicht frei? Doch, der Platz ist frei. Oh. Habe ich die Sicherungen eh mit? Noch einmal Föss und Nightlife. Ich würde gerne wissen, was du arbeitest. Dann könnte ich dir dort viel Spaß wünschen. Dann ist es persönlicher. Saratura, muss man unter Wasser atmen üben? Saratura, wie machst du? Darf man fragen? Gehst du jetzt in die Badewanne oder wie? Oder hast du ein Puh? Oder wie würde man das nur gerne vorstellen? Du hast gar keinen Strom. Nächste Sekunde, der Strom ist ausgefallen. Das ist meine Quest gerade. Dann ist immer noch da drin. Wahrscheinlich Luft anhalten. Okay, geh, ey, ich geh, okay. Bitte kein Jumpscare. Das Spiel ist nämlich nicht ohne. Achso, was muss ich's auch noch sortieren? Nee, Blödsinn, oder? Hä? Hä? Was muss ich denn da? Hä? Hä? Ey. Hä? Was ist das für ein... Was hab ich jetzt gemacht? Hä? Hä, was? Jetzt hat's gezackert gemacht. Hä? Ah. Blau, blau. Okay, kann ich das irgendwie beeinflussen, auch was da gerade passiert? Ich drücke einfach und... Okay, ich drücke einfach und es klappt. Hä? Einfügen! Aber... Kann ich... Wie kann ich die denn einfügen? Wie soll ich das denn... Okay, also ich drücke einfach und irgendwie... Aha. Ey, Tippe. Hä? Ich verstehe. Bin ich ein bisschen doof? Ich kann ja nicht drücken. Die äußere kannst du einsammeln, musst ihn einsetzen. Ja, aber wenn ich da drücke, ich kann nicht innen drücken. Ich kann nur... Oh! Also, nach welcher Reihenfolge geht das? Ich kann ja nichts drücken. Also rot, warte mal. Ah, okay, also muss ich das drücken und dann... Hä? Ja, und... Wir haben eine Mumie im Keller. Ah! Gut! Der Hausmeister hat's wieder hinbekommen.
Na? Bin ich euer Held? Seid ehrlich. Schon ein bisschen, oder? Bin schon. Das ist so, wenn man was... Nein. Was? Also früher war ich das zumindest. Gut, ich gehe jetzt schlafen. Hat lang gedauert. Entschuldigung, Chat. Ich habe mich drum gekümmert. Der Hausmeister hat es wieder hinbekommen, gell? So. Und wenn jetzt noch einer von euch die Stiege runterfliegt, wir gehen jetzt schlafen, dass ich nichts höre. Keiner von euch spielt an die Sicherungen rum. Wenn ich laute Musik irgendwo aus dem Erdgeschoss höre, gibt es eine Miet... eine Mietver... Teuerung. Miete mache ich teuer. So. Damit das wisst, gell? Also, gute Nacht jetzt. Damit auch Ruhe ist. So, und es wird nicht aufgestanden vor 12 Uhr. So. Wer hat den Fernseher denn jetzt eingeschalten? Das ist aber ein interessantes Programm. Und wenn man putzen lässt, das ist in Ordnung. Putzestream ist okay. Ist das meine Küche? Wer findet denn... Wer ist das? Hallo? Okay. Ja, ich bin immer noch ich, ne? Frisur ist auch noch dieselbe, alles gut. Was summt denn da? Der Fernseher. Liegt jetzt wer bei mir im Bettchen? Keine Ahnung. Ich... Das ist wieder oben, dritter Stock, linke Tür. Der Ash Layton. Der hat ein bisschen mit dem Atemgang. Der schnarcht ein bisschen lauter als der Durchschnitt, ne? Aber das kann sich's machen. Das ist mit der Bronchitis hängt das zusammen, ne? So, ich habe ein Stück Butter hier auch noch. Oh. Hä? Wird da eine Kamera installiert in meinem Zimmer? Mach alle Lichter aus. Wer beobachtet mich? Madame Giftzwerg! Das war eindeutig ein Brummschrei. Mach alle Lichter aus, bevor du schlafen gehst. Irgendwas ist da komisch, Chat. Warum tut's denn da so meine Kamera installieren in meinem Schlafzimmer, hä? Lalungs. Da ist Usuke, Lenarchen, hä? Ich hab euch alle im Auge. So, alle Licht ausmachen. Strom ist nicht günstig heutzutage. Also, oh, da auch noch. So, wir wollen immer wissen, was du tust. Tja, am Ende seid ihr dann doch nur eifersüchtig, dass ich dann immer einen Spagat vom Schlafen gehen mache. Ne? Gute Nacht jetzt, dass ich nichts höre. Bis morgen. Leg dich wieder schlafen. Ja, jetzt nicht mehr. Was war das für ein Geräusch? Also entweder hat da wer, ist da gerade wer im Klo gesessen und es war ein bisschen flüssiger als sonst. Was war das denn jetzt? Hallo Mopskeks. Was ist das gewesen? Das Geräusch von kleinen Patschefüßchen. Ja, oder die Hase muss aufs Klo ist durch die Wohnung rennen. Das kann auch sein. gut, dann... Dann ihm nicht! So, der Nachtmar. So, gut. Gogo, gute Nacht jetzt. Schlafen gehen. Kann ich die Tür zumachen? Ja, endlich, ja. Boah, ich hoffe, ich bleib. Ich hoffe, ich kann heute durchschlafen, Bahamut. Bis. Gute Nacht, Chat. Träumt was Schönes. Bis morgen in der Früh. DJs macht den, macht Spiegelei in der Früh, Rührei. Oh, ich hab geschlafen wie ein Baby. Oh. Schon wieder diese Fische, die immer bei meinem Fenster rein, die blöd. Diesmal ist es aber nicht in mein Zimmer gegangen, ne? Du musst heute den Rasen mähen. Hol den Rasenmäher aus den Schuppen. Was ist, ich muss... Da ist schon wieder
die hat aber auch wirklich die... Die hat Dreck am Stecken. Ich sage euch eins, letztens habe ich gesehen, wie es mit dem Ferrari reingefahren ist. Jetzt frage ich mich, woher hat die das Geld, ha? Ich sage euch, die hat den Mann umgebracht, das Erbe an sich genommen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Onlyfans, das kann auch sein, ein Lux, ja. Daran habe ich nicht gedacht, ein Lux. Ich hab, ne? Das kann natürlich auch. Ja, ja, ja. Wir gehen was essen. Oh, die frisst. Was ist denn Nightlife? Das ist ja. Bist du wahnsinnig? Schau doch mal nach oben, Nightlife! Also, das Nightlife ist ein Er und der arbeitet als technischer Sterilisationsassistent im Krankenhaus, oder? In Nightlife! Bist du wahnsinnig, Nightlife? Schau doch mal nach oben! Na, was machst du denn, Nightlife? Danke dir! Vielen lieben Dank, Nightlife! Ich hab die Miete aber günstiger gemacht! Nightlife, danke für 300 Euro! Nightlife! Vielen lieben Dank! Und ich wünsche dir einen wunderbaren Arbeitstag, ein Sterilisationsassistent im Krankenhaus. Aber um die Uhrzeit? Macht man das doch am Abend? Nightlife, vielen lieben Dank. Danke von ganzem Herzen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke dir, mein Schatz. Danke für den Support. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh ja, wenn ich das auch brauche, komme ich zu dir. Nightlife, vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh, vielen lieben Dank, Dankeschön. Ach Leute, danke dir. Wenn du Danke sagst, ist eigentlich zu wenig. Ich müsste eigentlich zum Nightlife ins Krankenhaus jetzt fahren und sagen, hier, ich hab die Pizza. Nein, vielen lieben Dank. 24 Stunden lang. Ist es das, was ich denke, was es ist, Nightlife? Ist es das? Also jetzt nicht die Nudel, sondern... Wir verstehen uns, ne? Ah, dem ist was drum, danke für 8 Monate, dankeschön, vielen Dank, auch nochmal, und Bummelbiene für 11. Oh, Leute, vielen Dank, dankeschön. Ich geh mal raus, ich muss Rasen mähen. Könnt ihr mir vorstellen, vor allem nachts, echt, hätte ich nicht gedacht. Oh, bitte, ist jetzt nicht schon wieder wer runtergeflogen oder so. Ist es Nacht? Ich würde gerne wissen, was es jetzt ist, interessiert mich jetzt. Nein, vielen lieben Dank, danke. Wirklich von ganz Herzen Dankeschön. Ich hab's nicht verdient. Instrumentenaufbereitung. Aber ist es Schnippi-Schnappi? Also man sterilisiert zum Beispiel OP-Instrumente. Ach so, ich dachte, wenn der Mann jetzt sagt, er mag keine Kinder mehr kriegen, dass man dann den Dingsi, den Schnippi, also nicht den Schnippi, aber das schneidet. Also Sterilisation von saubere Geräte. Nein, das macht das OP-Besteck sauber. Überwacht die Reinigung. Das klingt aber. Ich wusste gar nicht, dass das ein eigener Job ist. Ich kenne mich da ja nicht aus. Der Chat hat ja die komischsten Sachen. Ich bin ja nur Hausmeister. Ne? Ja, bra. Ja, Mumu, die Jane. Wo soll ich das denn wissen? Männer bekommen auch keine Kinder, die zeugen. Nee, aber dass man die Leiter durchschneidet. Achso, ich muss. Wurde ja doch gesagt, Geld ist nicht sauber. Das haben wir gedacht. Vasektomie habe ich gedacht, genau. Das habe ich gemeint, genau. Ich bin nur Hausmeister. Und das genügt mir. Und ab und zu kommt dann wer vorbei und der wirft mir Geld in den Garten. Heute war es der Neidler. Der arbeitet da hinten, by the way, da oben. Und manchmal schickt er mir so einen Papierpfleger mit einem Liebesbrief. Nein, dann fehlt ihm Dank nochmal für dein Support. Dankeschön. Ich hoffe, du bereust es nicht. Das sage ich immer wieder. So. Oh. Oh, Rasmin. Und Xymec, danke für den ersten Monat. So, jetzt durch Rasenmähen-Chat. Oh, ist das schön. Rasenmähen. Ah. Wunderbar. Ayumi. Ich bin da, ich tu Rasen, ich tu das gerne. Da wird die Luft, da wird die Birne frei. Hallo Waze, TYGR. Wenn du willst, komme ich auch zu dir Rasen mähen. Oder Baga Kisa. Ist es herrlich. Ah.
kaum ein verbranntes Nerv zu haben. Ich mach das toll, Ash. Ich komm zu euch ein. Wir sind in Amerika. Da muss der Rasen so kurz sein und kein Lebewesen darf drin wohnen. Dann ist ein guter Rasen. Weil in Amerika haben wir das gern. Hab nur ich den Schatten hinter mir gerade gesehen. Hallo Maudi, mach wenig schneller. Ich bin doch kein D-Zug. F, ich bringe ihn zurück. Aber davon ist auch noch rasig. Ein Hoch auf unseren Hausmeister. Neon Midnight. Mietminderung auch für dich. So. Was für ein Schatten. Hinter mir war ein Schatten. Hast du schnell eingebildet. Du bist mir doch auch ein Rasen mit Farbe. Das ist immer grün. So. Oh, Chat. Da wird die Seele reinigt sich beim Rasenmähen. Ah. Ich hasse Rasenmähen. Wenn ich einen Rasen in den Garten hätte, der Rasenmäher wird mit mir auch schon wie mein Haarpracht mit 18. Wild und wenig. Ne? So, wir gehen. Was muss ich jetzt machen? Was ist heute? Was steht heute am Tag, am Hausmeistertag? Hol den Handfeger aus der Putzkammer und fege die Blätter vor dem Haus auf. Aber klar, natürlich, das mache ich doch gerne. Ich bin ja meinem Job ja auch sehr bewusst. Man braucht keinen Rasen mehr, wenn man mehr Schwächen hat. Ah, und die mögen das dann auch. So. Da läuft direkt die Nase plus die Augen beim Rasenmähen. Achso, ich habe auch Pollenallergie. Ja, ich verstehe dich. Ich bin bei dir. Ja. Wo sind meine Allergiker? So. Ah. Schau mal kurz in die Häuserecke, ob da hier vielleicht wer hingelullt hat. Ah, ist alles sauber. Ja. Hat sich das Sorgelose schon gut gemerkt, ne? Sorgeloso, brav. Brav, Sorgeloso. Warum ist das so dunkel denn am Gang? Das muss ja auch nicht sein. Gut. Ich bin nämlich auch Allergiker. Und habe eine. What the fuck? Was war das jetzt? Ah, das war die Pollenallergie. Was war das für ein Scheiß? Hä, was war das denn jetzt schon wieder? Was war das jetzt? Da war ein Blitz. Eine Banane. Habe letztes Mal den Zusatz zu meinem ersten Vollzeitjob. Davor Studium bekommen, freue mich voll. Fang am 20.02. an. Moment, das ist ja in 13 Tagen. Anne, ich wünsche dir ganz viel Spaß im neuen Job, dass dir gefällt und dass es schön ist. Anne Banane, gib uns aber gerne ein Update, wie es ist, gell? Anne Banane, danke für 12 Monate. Danke, dass du eigentlich schon da bist. Und ganz viel Freude im neuen Job. Darf ich fragen, wo? Also, interessieren mich einfach nur. Da ist er, der Waze. Waze, danke fürs erste Monat. Dankeschön. Der Waze ist neu. Benehmt euch, Chat. Der Waze ist neu. Ja, da muss man auch die neuen, darf man nicht direkt verscheuchen. Danke, Waze. Vielen Dank für den ersten Monat. Jetzt regnet es schon wieder. Fege die Blätter von dem Haus auf. Das sind ja keine Blätter. Ah, hey, das da? Meine Güte, dieses eine Blatt. Wir benehmen uns immer. Naja, das kommt auf den User an. Die ist zum Beispiel sehr schlimm, die Rosa Onigiri, ne? Die zum Beispiel. Na so. Auch nicht schon wieder lieb sein. Waze, Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Hör ich da den Summen? So. Ah, wunderbar. Ich war immer ein ganz lieber. Rablo, du bist ja auch mein bestes Pferd im Stall. Na, das ist okay. Bring den Anfänger zurück in die Putzkammer und geh dann in die Wohnung zurück. Okay. Lieb ja, aber Schweindeln auch. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Putze der Herr alter Mann, ich bin immer lieb. Jonas Ziel, kleiner Stinker. Bring den Anfänger zurück und geh. Okay. Reicht mit Liebsein, war die langweiligste Minute meines Lebens. Kisuratz, mein kleiner Spatz. So sagen wir immer, ne? Kisuratz, danke für 13 Monate, vielen Dank. Ich dachte, da geht wer. Das sah gerade aus, diese. Die Sonne ist aber schnell untergegangen, ne? Achso, es wird gerade dunkel. Ah. Was
ist das denn jetzt? Herr Reister, wer gerade bei mir in der Wohnung wäre, ein lautes Geräusch kam aus dem Garten. Hallo Mutti Jane. Aus dem Garten? Hallo? Da liegt ein Ast. Kang Vendino. Oh, es ist 7 Uhr am Abend. Schau lieber aus dem Fenster, da fühle ich mich sicherer, als wenn ich gleich rausgehe. Ich meine, ist ja nicht so, als wenn ich eine andere Wahl, ne? Tigekili, danke fürs Gift der Zapper, den Metzen. Der Metzen ist ein süßer Kerl. Danke, Tigekili. Schau lieber immer aus dem Spiel raus. Es stürmt draußen, ich ziehe den Regenmantel an. Ich komme vor wie in meiner Kindheit. Zieh den Regenmantel und verkühlst dich. Okay. Es ist Totoro. Da habe ich auch einen Zuschauer, der ist Totoro und sag ich immer mein kleiner Nachbar. Ist das... Wo ist denn der gute Regenmantel? Wo ist denn mein Regenmantel? Hallo? Gewitter! Neben der Tür. Achso, ich dachte vielleicht... Yves, dankeschön für den Cyborg. Ah, der, das ist... Ich dachte, ich hab mich schon ganz gefragt, was das ist. Gewitter wo? In Neuss. So. Prost, Chat, by the way, Wife und Erdbeere. Erdbeere, Haselnuss, Vanille mag ich voll gern. Sap, 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 sap. Moody Jane, kann ich dich vielleicht bitte meinen Namen deutsch auszusprechen? Ich fühle mich sonst nicht angesprochen, wenn mein Name englisch ausgesprochen wird. Mutti Jane, natürlich. Mutti Jane, das ist immer nicht so. Mutti Jane, danke für 3 Monate. Ich wusste nicht, dass Jane, ich hätte Jane gedacht. Mutti Jane, danke für 3 Monate, dankeschön. Liane kenne ich, aber Jane? So. Wer hat denn hier so Krach gemacht? Wer macht denn hier so Krach bei mir? Uyomo, danke für 2 Monate, danke schön. Oh, da ist ein Ast runtergefallen. Oh, geschummert ein Apfelbaum gerissen, schmeiß den Ast in den Komposter. Ah, what the fuck? Ah, da ist schon wieder wer gelaufen. Oh, okay, ich verstehe nicht irgendwie so ganz, was diese Monster sollen. Skyline, danke für 9 Monate! Dankeschön! Und danke, ey, hört ihr mein Twitch-Baby heute? So! Ich geh wieder rein! Ist das gerade gewachsen? Nee. Deswegen ist Total of Crack. Okay. Wieder rein, denke ich mal. Na, bei dem Wetter bleibe ich nicht draußen. Aber ich... Ah, ja. Das wohl, genau. Ich wollte es ja nicht sagen. Wunderbar. Bitte nicht die Kirchensteuer. Bitte nicht die... Bitte nicht die Nachzahlung. Hallo, können Sie bitte hochkommen? Bei mir in die 1 tropft Wasser von der Decke. Teddy! Ich komm, Teddy! Bleib im Bett, ich komm gleich! D1! Gut, D1. Mach mich! Oh, Gottes Willen! Eine Donation! Oh, sind wir... Ach, meine Tina! Ich hab... Tina! Dankeschön! Oh, meine Tina! Danke dir! Ich find's so cool, dass wir in derselben Klasse... fast in derselben Schule waren! Tina, dankeschön! Ey, auch die letzten Monate, Tina! Vielen Dank! Dankeschön! Danke, Tina, meine Hübsche! Und hallo Heinrich von Strudelberg. Das ist ein schöner Name. Danke, Tina. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke, Tina. Die Tina aus Simmering. Ich mag Simmering sehr gern. Dankeschön, Tina. Vielen Dank. Dankeschön, meine Hübsche. Hey, Tina, die zahlt auch ihre Miete immer pünktlich. Und das die ist wirklich, die kann man sich, die ist super. War nicht die einzige, die Sau, die ich kündigen wollte? Nee, das war A1.
Oh, Silberige Tine, danke schön. Vielen lieben Dank. Danke. Wirklich von ganzem Herzen. Und schön, dass du da bist. Die Eins, da. Und das Fenster schon mal alles in Ordnung hat. So. Wasser kommt aus den Zwei. Müssen wir Sinn machen. Da wohnt die Oma. Tschüss. So. Wer bist du denn? Das ist die Oma. Hallo. Na? Noch Single? So, hallo. Hier tropft es, wie Sie sehen können. Oh, ich sehe schon, ja, ja. Hallo, Creepy Coast, wie geht's dir? Hier tropft es, wie Sie sehen können. Ja, na, haben Sie eine Dusche? Das ist für uns Hausmeister ganz normal, ein Flottenspruch. Aus der Situation, das ist also immer was Lustiges. Ja, ne? Okay. Können Sie hoch zu den Zwei gehen und nachsehen, warum es von oben tropft? Ja. Wir schauen uns einmal in der Wohnung um. Ja, das, ja, da kenne ich, ja, da kenne ich noch, ja. Das ist doch hier der Gothic Master. Ja, schön. Ja, wunderbar. Ich schaue mich mal kurz in der Wohnung um. Ich bin neugierig. Ne? Wie hat die Dame denn? Dieser war was. Teddy Bernhards auch. Es ist aber so ein bisschen schon so eine Omi-Wohnung, ne? Also, so weit hergeholt ist sie jetzt nicht, ne? So, was hat sie im Eiskasten? Vielleicht hat sie einen Liter Milch. So, was. Okay, ich verstehe, ja. Ach, so schaut's hier, by the way, aus, ne? Okay, gut, Entschuldigung. Gut, nein, ich war nicht im Schlafzimmer. Ich habe gerade den Strom dreht natürlich auf. Hey, man kann ja schauen, ich bin Hausmeister. Ich muss ja auch mal schauen, was hier so in der Wohnung, ob da alles passt. Na, so. Was ist, wenn die Leiche im Keller hat? Eben. Gut. Ja, ich gehe nach oben. Warte mal, wo tropft's denn runter? D2. Ah, warte mal, was war hier denn drin? Naja. Kein kleiner Schrank. Jesus Maria. Oh. Tina, danke für mich mit Subs, danke schön. Simmeriger Tina, danke dir. Dankeschön. Putzi geht. Wo ist die Kiri? Ich gehe nach oben. Tina, danke schön, meine Schatz. Danke nochmal, vielen Dank. Weißt du, stand auch ein. Weißt du, Putzi, könntest du die Maus nicht allzu schnell umherbewegen? Bewege ich die Maus so schnell um und um? Ich habe Angst vor Jumpscare. Ich hab. Okay. Ich hab das schon vorgehört, dieses Wasser. Bei Long später. Da geht er gleich ins Schlafzimmer. Gnomate, ich hab nur nachgeschaut. So. Ihr Schild ist nicht lesbar. Laut deutschem Gesetzbuch eine Straftat. Junger Mann, würde mich wundern, wenn sie in Deutschland wirklich nicht so wären. Aber wir sind, in Deutschland ist das bestimmt so. So. Na, Herr Kaiser, danke für zwei. Herr Kai? Niemand hat die Tür aufgemacht, geh runter in deine Wohnung, ruf den Schlüsseldienst an. Machen Sie das sofort auf. Ich bin der Hausmeister! Sonst gibt's eine Mieterhöhung! Gut, dann rufen wir ihn wohl den Schlüsseldienst, wenn's so ist. Ist er. Gut, das ist kein Problem. Gut, das macht mir gar nichts. Dann gehe ich da jetzt runter und rufe den Schlüsseldienst an. So, kein Problem. Evil Blackie. Hallo, mein Schatz. In Deutschland war man am überlegen, ob kein Name an der Klingel stehen dürfen wegen Datenschutz, sondern Nummern. Finde ich eigentlich so dumm, glaube ich. Ich rufe jetzt den Schlüsseldienst. So, es reicht mir. So. Wo ist mein Telefon? Hier. So. Oder ich bin auf Zack und ich schicke ein Fax. Das kann man auch machen. Wenn man nämlich modern ist, dann kennt die Technik keine Grenzen. Mehlscheiben. So. Ja. Mailbox leider haben wir heute geschlossen. Auf nichts kann man sich verlassen.
Mr. Queen, my Queen, danke für ein ganzes Jahr. Dankeschön. Den Putz, danke für den Arm. Süß immer. Zauberst immer ein Lächeln ins Gesicht. Ah, oh, stille Zuschauerin, my Queen, mein Schatz. Meine Königin, danke fürs ganze Jahr. Danke, dass du so lange dabei bist. Dankeschön. Kann gleich die Polizei anrufen. Nein, dann werden wir geschlossen. Was soll ich? Soll ich jetzt alleine aufmachen oder wie? Nimm die grünen Eimer aus dem Putzkammer und stelle die unter das Leck in Wohnung die Ads. Ja, das löst aber das Problem nicht. Na gut, dann werden wir der armen Dame da oben wohl helfen. Ah! Hey! Oh, Gottes Willen! Oh. Oh Gott! Oh, Sheila wieder, dankeschön! Oh, Sheila, ich hab mich verschluckt an meiner eigenen Spucke. Sheila Mino, danke für den Support, dankeschön. Oh, Sheila Mino. Sheila Mino, kann ich auch nichts Schlechtes sagen. Kann ich nur eine Mietempfehlung geben. Sheila Mino, du warst eben im gelben Namen, glaube ich. Ich kann mich richtig erinnern. Danke für 10 Euro, vielen Dank für den Support. Auch relativ neu dabei, was ich so weiß, gell? Danke, Sheila Mino, vielen Dank. Danke für deinen Support, danke dir. Dankeschön. Ja. Oh, Sheila, du bist so relativ neu. Oh, dankeschön. Kenn ich auch seit. Ich weiß gar nicht, was der erste Stream war, aber. Ist das ein Schatten? Hä? Das sah aus wie ein Schatten. Achso, okay. Wo waren die nochmal? Wohnung. Und stelle sie unter der. Wohnung die 1. Okay. Bist du lange da? Achso. Hieß damals anders. Achso, echt? So, hallo meine Dame! Ich habe Ihnen ein Kübel gebracht. Na? So, das löst nicht das Problem. Aber mehr kann ich nicht tun. Das tut mir leid. Das ist ein Wasserschaden. Ich glaube, die Versicherung übernimmt es. Ja, ich kann verstehen, dass Sie nicht begeistert sind, aber zaubern kann ich auch nicht. Na? Ja. Gut, tut mir leid, mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Ich kann hier nicht einbrechen gehen. So. Schauen Sie mich nicht so enttäuscht an. Wenn ich es wüsste, würde ich es ändern. Gute Nacht. Tschüss. Die nicht heute Abend mit dem Messer bei mir vor der Tür steht. Weiß ich auch nicht. Und die ist enttäuscht von mir. Ich kann ja auch nicht zaubern. Was hätte der Ringtanz machen sollen, dass er aufhört oder wie? Man kann das Tropfen heute nicht mehr stoppen. Es ist Zeit, eine Runde in die Wohnung zurückzugehen. Gut, gehen wir. Ja, dann müssen wir morgen anläuten. Na? Oh. Die schon wieder. Die komische. Die komische. Hallo? Was ist mit ihr denn? Zwei Glühbirnen fehlen. Ersetzen Sie die Glühbirne hier im Treppenhaus und die am Ende meines Stockes. Was ist? Jetzt kommen wir mal an. Haben wir schon mal was von Bitte gehört? Wo wohnt die? Wo wohnt die? Ah ja. A2. Ach so. Die Frau Riedel. Natürlich, Frau Riedel. Chat aufschreiben. Die Frau Riedel. Ich hab gar nicht gewusst, dass die Namen haben. Frau Riedel, Frau Seibel, natürlich. Wen haben wir da noch? Ah ja, den, das ist der Unbekannte. Genau. Die Frau Riedel, na klar. Wen haben wir da? Die Frau Köhler, die ist super, die Frau Köhler. Die Frau Köhler macht einen guten Apfelstrudel, ne? Clara Mona auch. Danke für 88 Monate, Clara Mona. Dankeschön. Die Frau Köhler ist super. Da gibt's gar nichts. Wirklich. Das ist eine Anwohnerin, die hat man gerne. Wer wohnt da? Schmidt und Vogt. Die wohnen hier, die Schmidts wohnen da. Also Schmidt und Vogt sind die Dreckschweine. Die, was mich so erschreckt haben. Ja, die werden nicht mehr lang da wohnen. Ne? Da ist zu, da wohnt keiner. Die Frau Huber. Da wohnt die Frau Huber bei der Widget, wenn ihr es geguckt habt. Und da wohnt die Frau Wiegand. Ja, die Frau Wiegand. Aber die Frau Herr Schmidt und Frau Vogt nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Da wohnen ja nur Deutsche. Ich meine, das Spiel heißt Hausmeister. Na, so. Okay, ich brauche. Also, ich muss jetzt Glühbirnen. Nur die Namen wie unrealistisch. Ja, es ist ein neues Spiel, ne? Nicht daher.
keine Ahnung, wie die heißen. So, die Glühbirne nehmen wir mal mit und mal austauschen. Ne? So, bevor die sich wieder beschweren bei mir, dann rufen sie ja gleich beim Mietervorstand an und die sagen, ich möchte eine Mietminderung haben. Da sind sie ja schnell. So, bitteschön, was? Die Frau hat eine Glühbirne im Treppenhaus und der andere geht in die Putzkammer, holt die Glühbirnenschachtel und setzt die Glühbirnen. Ja, würde ich ja gern. Also hier. So, die drehe ich jetzt wieder rein. Oh, Litis, du hast recht, soll die Tür zu machen, gell? Ja, ich, weißt du, ich bin ja, ich vertraue meinen Zuschauern. Oh Gott, was rede ich da? Eine Donation. Oh Gott, Frau Riedl. Frau Riedl, ja, hören Sie mal, Herr Wurm, das geht so aber nicht. Wenn ich das dem Mietschutz erzähle, dann haben Sie aber ein großes Problem. Ach, und da hast du es wieder, die Frau Riedl, ne? Da hast du es wieder, die Frau Riedl. Frau Riedl, danke für 10 Euro, bitteschön. Frau Riedl, haben Sie Ihre Medikamente schon genommen? Frau Riedl, ha? Frau Riedl, danke für 10 Euro. Und die drohen da immer gleich. Die drohen immer, das ist typisch, ne? Alte Menschen, was willst du machen? Ne? Das ist halt... Frau Riedl, aber großzügig ist sie, muss man sagen. Ne? Sie schaut schon, dass ich was zum Essen auch kriege. Ne? Frau Riedl passt immer auf mich. Ne? Man kann sich verlassen, aber manchmal ist es schwierig. Frau Riedl, haben Sie Ihre Tabletten schon genommen? Warte mal, eine Glühbirne noch. Wo ist die andere? Treppenhaus? Achso, Ende ist oberste schon. Okay, oberste. Ja, hab ich ja wohl. Ah! Da ist doch die Frau Riedl. Frau Riedl, danke für 10 Euro. Vielen Dank. Liam Rablo, Frau Riedl, wird mir aber auch ganz gut gefallen. Ich sag, wie es ist. Da bin ich nicht abgeneigt. So. Oh, what the fuck? Ah! Gottes Willen, eine Donation! Leute, nicht, wenn ich eh schon am Sterben kann bin. Herr Vogt, jetzt lass Sie doch mal den armen Hausmeister in Ruhe, Sie alte Nebelkrähe. Oh Gott. Herr Vogt, das hat der Herr Vogt jetzt gesagt. Herr Vogt, danke für 10 Euro. Bitte sagen Sie das hier, gell, Herr Vogt. Herr Vogt, Alter, was war das denn jetzt für ein Salamander? Ich zieh aus. Nicht. Leute, es ist alles in bester Ordnung. Bitte bleibt's bei mir. Bitte kündigt's mir nicht, gell? Ich habe immer noch Schulden. Ich habe das Haus gekauft. War günstig. Herr Vogt, danke für 10 Euro. Dankeschön, Herr Vogt und Frau Riedl. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh, Leute, ich bin. Das ist ja wirklich nicht. Das ist ein unheimliches Spiel. Herr Vogt. Nee, da wohnt die Köhler. Wo wohnt der Vogt? Frau Riedl, da! Frau Riedl, ja. Wo war wohl die Glühbirne? Geh nach Hause. Oh, geh nach Hause. Und die Frau Seibel. Da läute ich immer an und dann renne ich davon. Die weiß bis heute nicht, wer das ist. Weißt du, ab und zu, was soll ich machen? Das ist ein kleiner Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Ne? Richtig, sorry, Loso. Frau Seidel, ich hab's nicht so gemeint. Oh Gott, jetzt rennt aber da. Jetzt ist aber wirklich der Zoo. Ist, oh, ich glaube, irgendwer hat den. Warte mal, war das die aus dem Keller? Rina! Renation! Danke für 8 Monate, Herr Renation. Dankeschön! Herzlich willkommen zurück! War das die aus dem Keller? Hä, hey, die ist weg! Oder? Nee, die ist doch noch da. Nee, die ist weg. Oder? Nee, die ist doch noch da. Ah, da ist sie, ja. Okay. Gnomade, ich bin bei dir, keine Sorge. Ich versteck mich. Na was jetzt? Nee, die war da, Robbie. Ich gehe schon nach Hause. Entschuldigung. Herr Vogt und Frau Riedl, danke für euren Support. Dankeschön. Das war die Mietrück. Das war, weil Sie zu wenig Miete bezahlt haben. Das war die Nachzahlung, Herr Vogt und Frau Riedl, gell? Habe ich mir gedacht, ne? Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Mach alle Lichter aus, bevor du schlafen gehst. Nicht schon wieder die Scheiße.
ich zieh aus, ich zieh aus. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Achso, meine Handtücher. Ja. Dass du mit ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchten musst. Das mag sich wieder schon, was du da für Schweinheiten machst. Warum erschreckst du alle von mir? Sehr viele Leute wollen komischerweise Anspruch haben auf den komischen im Keller. Wie kommt das? Ich verabschiede mich. Lalux, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend. Und vielleicht sieht man sich ja wieder. Lalux, bist du jetzt auch schon ein alter Hase? Obwohl gar nicht so alt, aber schon. Ich sehe dich immer wieder. Samstag kann man, by the way. Bevor du fragst. Du kannst nicht ausziehen, du bist der Hausmeister. Ist mir wurscht, ich verkauf das. Ich verkauf's. Gut. Geh schlafen. Okay, ich bin eh schon müde. Mach alle Licht aus. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, Eve. Gute Nacht, Katze. Schlaft's gut. Gute Nacht, Herr Vogt und Frau Riedel. Gute Nacht, Frodo Elite. Danke fürs erste Monat. Fürs Giftezap. Dankeschön. Ich schreck mich immer. Wach auf. Schau dich im Haus um zu sehen, was für Aufgaben es gibt. Hier ist immer was zu tun, hier, wie ich das gemerkt habe. Machen wir mal das Licht an. Dass wir die Wäsche raushängen lassen. Ich hab da Eve gesagt, sie sollen sie mit reinnehmen. Eve, hast du vergessen? Okay. Hallo? Bin ich immer noch ich? Oh, schön. Ja, und ich zieh mich aber auch nie um, hab ich gemerkt, gell? Was gibt's Neues zu tun? Warte, ich schau mal kurz durch den Spion. Es ist immer dunkel draußen. Etwas krank, Marandros. Ich wünsche eine gute Besserung. Der Profi von mir hat auch Corona. Muss ja nicht Corona sein, ne? Aber ich wünsche dir eine gute Besserung. Und hoffe, dass du bald gesund bist. Jemand hat schmutzige Fußspuren im Flur hinterlassen. Wer? Jemand hat schmutzige Fußspuren im Flur hinterlassen, in dem Mob aus dem Keller, füllt den Eimer mit Wasser, den Eimer im Flur, entwischt den Fleck auf und dann reinige den Mob im Wasser mit Eimer. Bei der Miete kommt das jetzt dazu. Selber schuld. Cedrics Demo. Ah, doch so einige. Aha. Ja, doch. Also, für das, dass so viele waren, ist es aber. Wo ist denn der Hingang überhaupt? Achso. Da hat er angehalten, oder wie? Großen Schritt. Ja. War eine große Person. Das sind aber Riesenschritte, ja. Wer von euch ist groß? Mach aber Riesenschritte. Da muss ich wieder. Der Hausmeister macht natürlich das, was er am besten kann. Das Hausmeister. Rinatio! Danke für 1000 Pinsel! Was? Wusstest du, dass man nachts allein im Wald eigentlich nicht wünscht, allein im Wald zu sein, sondern eigentlich allein im Wald zu sein? In diesem Sinne, viel Spaß beim Game. Ja, du hast nicht unrecht. Rinatio, danke schön für 1000 Pinsel, danke schön. Vielen Dank, aber ja, Rinatio? Bei deinem Namen, da wusste ich aber auch, du bist ein vernünftiger Kerl. So, Wasser brauche ich noch. Wo kriege ich denn Wasser her? Putzi muss wieder putzen. Jonas Thiel, jetzt ist... Wo, hallo, Wasser? 1,84. Ja, du bist größer als ich, Sebinator. Ich bin 1,79. Ich bin 1,78. 1,78. Aus die 1 gibt es Wasser. Manikas, vielen Dank für den wertvollen Tipp. 1,96. Gut, Toni. Eigentlich wäre ich groß, aber irgendwie ist das schief gelaufen. Ich bin in die Breite gewachsen. Jesus Maria, Giftetabs. Hua Cheng Su, danke für 5 Giftetabs. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Hua Cheng Su. Danke dir. 1,58. Das ist aber lieb. Mein Freund ist 1,98. Hua Cheng Su, dankeschön. Vielen Dank für 5 Giftetabs. Danke dir. Gib uns mal ein paar Kakteen da, Hua Cheng Su. Dankeschön. Und ich freue mich immer, wenn Leute den Sub bekommen und sich auch bedanken. Hallo, wie mache ich jetzt Zauber? Ah, also? Hä, was muss ich tun? Hä? Ah! Steamo Zock, danke für den Pizzel! Putzi putzt?
Die putzigen Fußspuren, ganz putzig. Stemo, vielen lieben Dank. Tage wurde ein bisschen leider. So? So ist es. Brokulia. Achso, so wieder. Mob waschen. Und so schwing ich. So schwing ich. Na, ist gar kein Problem. Und ab und zu mache ich auch so, ein bisschen so. Na, das mache ich, das ist gar kein Problem. Na, wer sagt denn nicht, dass Hausmeister auch sexy sein können? Keiner, richtig. Gar kein Problem. Na, ich will ja auch, das ist ja auch in der Miete einbegriffen, die man hier zahlt. Na? Ganz klar, das gibt's nur bei mir. Na, so. Deswegen sind wir auch alle Häuser, alle Wohnungen sind bei uns immer. Ist klar. Und ich muss sagen. Oh, um Gottes Willen, eine Donation! Edelweiß! Besten Dank für den Urlaub, schönes Grüße, Spine Edelweiß! Edelweiß, vielen Dank für 10 Euro! Da hat der Edelweiß hat sich gleich gedacht, hörst du, bei dem Putzkin, danke für 10 Euro, Edelweiß! Vielen Dank für den Support, Dankeschön! Und schöne Grüße von Österreicher nach Bayern. Ist ja fast Österreich auch, ne? Edelweiß, danke für 10 Euro, vielen Dank, Dankeschön. Na, oh, Edelweiß, danke dir. Ich habe noch nie eine Weißwurst gegessen. Würde ich gern mal probieren. Habe ich noch nie gegessen. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Aber ich würde es gern probieren. Klingt doof, weil das Bein ist wahrscheinlich genervt, dass ich mir auch Weißwurst, aber. Hallo, Herr Mr. Fallnarr. Das ist der neue Mieter, der Herr Fallnarr. Der ist jetzt neu. Herr Fallnarr, Ihre Wohnung ist bezugsbereit. Ich bin der Hausmeister. Na, so. Das bin ich in dem Spiel wirklich. Das ist aber ein Horrorspiel. Ich mag deine Teile sein auf. Ich kann nicht sagen, oh, Kühler. Danke dir für die. Ich freue mich auch über nette Worte. Und die sind gratis. Danke, Kühler. Dankeschön. Weißt du, was ist Babfui? Weißt du, was muss man aber, wenn dann auch mit Weißbier genießen? Ja, ist mir wurscht, nehme ich dazu. Also, aber es schmeckt mir nicht. Echt? Ist es nicht gut? Seid ihr gerade geradezu fegen? Hol den Handfeger aus der Putzkammer. Alter, ich bin wieder. Gut. So, was ist da? Was mein Mob noch? Wo sind denn meine Wohnungsschlüssel, Herr Weiner? Die habe ich noch. Herr Weiner? Hier. Herr Weiner, der ganz linke ist Ihre. Kommen Sie sich dann bitte abholen. Ich bin in der Garage, Herr Weiner, ne? So. Ah, ist schon weg, okay. Ja. Ist da eh keiner bei mir drin? Ah, okay. Mit süßem Senf. Oh, Chat. Ketchup oder Senf? Ketchup oder Senf? Was ist es? Ich käse keiner. Oh, gibt's in Deutschland keine. Achso, warte, ich muss hier in die. Links holen. Oh, so viele Ketchup. Ich bin auch eher Senf. Ich bin eher Team Senf auch. Aber ich mag auch beides. Aber Senf ist, weil es ein bisschen würzig und so, ne? Aber scharfen Senf kann süßen. Süß bin ich selber. Oder im Slow. Warte mal, ich muss in die Garage. Ich habe Angst, dass mir was entgegenläuft. Ah ja. Zu allem Essen Mayo. Oh, warum schaut es in der Garage wieder so aus? Das ist wirklich. Seitdem der Herr Wallner da. Nein, Spaß. So, warte, gut, dann, naja, der Makram hat wieder einen Dreck gemacht. Naja. Wenn was entgegenkommt, bin ich deswegen den Schlüsseln. Alle, okay, Herr Wallner. Ich, wie gesagt, ich mach damit die Blätter hier weg, gell? Oh. Gottes Willen, eine Donation! Oh, Herr Brausemüller, für eine Weißwurst. Herr Brausemüller, danke für 10 Euro. Der Herr Brausemüller wohnt ganz oben. Letzte Etage, linke Tür rechts. Herr Brausemüller, danke für 10 Euro. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Ach, Herr Brausemüller, auch ein sehr netter Mieter, muss man wirklich sagen. Süß. Riecht immer gut. Der geht immer vorbei, der kommt, der zieht immer eine Wolke nach. Da muss ich mal tief einatmen, ne, damit ich für später auch noch was habe. Ach, Herr Brausemüller.
Wenn der Brausemüller bei uns durch die Gänge geht, dann drehen sich aber alle um. So einer ist es, ne? Warum so gut aussehen heute? Du, Toni ist auch einer von den tollen. Herr Wallner, Ihre Schlüssel sind da. Willkommen bei uns. Ja, das war der Herr Wallner, das ist der Neue. Ne? Das ist jetzt der Neue. Sympathisch. Perfekt, danke. Ja, Herr Wallner. Kein Problem. Wenn's da noch was braucht, ich bin auf der Intensivstation. Ne? Bei mir ist bald vorbei. Ne? Ich sag, wie es ist. So. Welches Zimmer habe ich? Warte, ich. Hey, warum kann ich die Taschenlampe. Ah, okay. So. Ah, oh, fertig. Ha, endlich mit. Bring die Handfeger zurück in die Putzkammer und geh wieder in die Wohnung. Was für Geräusche jetzt? Oh, nicht schon wieder. Hausmeister Putzmuggel, können Sie mir das Bett aufbauen? Sind im Keller. Wir sind gerade im Keller, ja, Gnomate. Herr Brausemüller, danke nochmal für Ihre 10 Euro. Dankeschön. Die Mietrückzahlung, ne? Ich warte kurz, bis dunkel wird, dann kann ich Licht wieder anmachen, weil ich habe keinen Bock auf halben Weg, dass ich im Dunkeln stehe. Ja. Bitte springt jetzt nichts raus. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum es in den Spiel geht. Ich glaube, es hat schon eine Story. Aber aktuell kann man das Spiel beschreiben, ich bin Hausmeister und komische Sachen passieren. Bin ich in der Hölle? Weißt du, was ich meine? Hausmeister auf LSD. Es kann auch sein, dass ich einen lustigen Abend gehabt habe oder so, ne? Es kann auch ein Zuckerschock sein. Vielleicht habe ich mal gedacht am Vortag, komm, ich hau mal jetzt eine Packung in dem 2 rein. Und man weiß es ja nicht, ne? Ich habe hier kein warmes Wasser mehr. Kümmert er sich drum? Die A2 wieder. Da oben. Der Herr Rablo. Was ist denn? Schau nach dem Boiler im Heizungskeller in dem Wäscheraum. Ach, das ist immer wieder das. War das die Riedel? Ich weiß nicht. Hat das. Doch, das war die Riedel. Natürlich. Die Riedel war's. Ja, die Riedel war's. Die Frau Riedel wieder. Ah, der Heizungskeller. Was ist schon? Jetzt muss ich wieder in den Keller gehen. Wie, oder wie oft ich. Und dann fragen die Leute, warum ich so dünn bin. Ja, wie viel ich da um und um renne. Oh, die Wäsche ist fertig, by the way. Die Wäschetrommel dreht sich nicht mehr. Sap, 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 sap. Diamond Gaming, danke fürs Gift jetzt ab an Lumenix. Dankeschön. Vielen Dank. Mit der Warnduch, wenn er fällt der Stuch, da soll ich mich erkälten. Frau Riedel, bleiben Sie bitte ruhig, Frau Riedel. Sie haben gleich wieder warmes Wasser. Kann wir schauen, wie weit bin ich mit dem Game, wie weit geht's noch? Oh, da ist eine Sicherung durchgebrannt. Hallo Mila de Killax, wie geht's dir? Oh, was muss ich tun? Oh. Hä? So? Was? Ah, es müssen alle nach rechts zeigen, oder? Ein Rätsel! Oh Gott, ist das... Okay. Also wenn ich das dreht sich im Uhrzeigersinn, im Gegenuhrzeigersinn und das untere im. Okay, okay, ich verstehe. Okay. Also, wenn das... Warte mal. Okay, so ist es gut.
Eins, zwei und das untere. Das obere. Wie kriege ich nur das obere? Hat das Game ein Ende? Ich glaube ja, wenn alles sauber ist. Und der Hausmeister hat's wieder geschafft. Der Hausmeister hat's wieder geschafft. Wir können nicht weiter analysieren, will ich drin schlafen. Aus der Badewanne. Ist der Herr Layton noch da? Herr Layton! Der Herr Layton sitzt noch da unten. Ja. Oh. Danke. Sie wissen ja, ich muss noch zum Arzt meine Medikamente abholen. Frau Riedl, ich versteh's. Frau Riedl, sagen Sie nicht mehr, ich versteh's. Bring den Müll raus. Was soll ich hier noch alles machen? Bring den Müll raus, mach das, mach das. Was, wie reden die denn alle mit mir? Blackie sagen, hallo mein Schatz. Nimm die Müllbeutel unter der Spüle in deiner Wohnung und schmeiß ihn in die Mülltonne im Schuppen vor dem Haus. Snowology, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Schlaf gut, träum was Schönes und einen schönen Arbeitstag wünsche ich dir morgen, ne? Snowy Old Chick, ich gebe dir noch den Mülltonnen, stelle ich dann noch vor die Haustür, ne? So. Da ist immer noch mein Stück Butter vom Bau sehr windig draußen. Ja, das ist bei uns so. Duisburg halt, ne? Ah, das war der Mist. Okay, nimm den Müllbeutel und dann muss ich in die Mülltonne. Okay. Hä? Ach so, oh, ich habe den Kopf im Müll drin. Oh, Snowy Chick. Frau Riedl. Ganz alleine da. Haben Sie den Boiler repariert? Gut. Frau Riedl, wo war der Kuss? Ist auch komisch drauf, ne? Oi! Pizza aber hier! Hier rein! So! Einige Leute haben ihre Mülltonnen nicht vors Haus geschoben! Schiebe die übrigen Mülltonnen vors Haus, damit die Müllmänner sie morgen früh lernen können! Jasmin! Neontinte! Roger, ich hab euch gesagt! Mülltonne, bitte pünktlich vor die Tür. Oh, das muss ich heute auch noch machen. Ich muss ja doch Pappe rausbringen. Ah. Schieb die übrigen Mülltonne vors Haus, damit die Müllmänner sie morgen früh lernen können. Aber wo sind die alle? Warum brennt mein Fernseher schon wieder? Und warum war mein Fenster offen? Wer hat da gerade die Wand beschmiert? Blauer Schmetterling? Wer war das? Muffin Smokey, warst du das gerade? Hallo, Mensch, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Was war das denn? War das die unten im Keller, die komische? War schon die ganze Zeit auf. Echt? Nee, Blödsinn, nee, das Fenster war nicht offen. Kunst! Okay, schiebe den. Wo sind die Mülltonnen denn? Achso, warte mal, da und ich soll. Ah, okay, ich verstehe. Oh, jetzt pisst ihr aber! Hallo Velo, wie geht's da? So, alles muss man alleine machen. Vors Haus. Ah! Jetzt. Oh, bitte, kann mir wer einen Schirm halten? Yves und Winkel, danke für 4 Monate! Dankeschön! Und Diamond Gaming, danke fürs Giftezap, danke euch! Aber es regnet gerade! Ich kann euch nicht verstehen! Oh! Geht schon! Die anderen auch noch! Mango Joghurt, du bitte darum! Okay!
Ich hab einen Putzi. Aber ich brauche einen Schirm. Dank, oh Muffin Smokey, vielen Dank, Muffin. Dankeschön. Hier rennt uns, wir sind krank. Ein Hausmeister darf so tun, was ein Hausmeister tun muss. Auch in schwierigen Zeiten bring ich den Müll vors Haus. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Das heißt wieder, ich tu nichts. Das ist mir gar nicht das Müll. Das ist mal gern. Das mache ich gern. Manchmal sogar. Was los, Louis? Ich bin Müllmann, Noi. Das ist mein neuer Hausmeister. Blödsinn. Ich bringe sehr gerne den Müll. Nicht, aber nicht. Hör auf jetzt, Noi. Die Noi sagt, ich soll den echt auch machen. Noi. Das ist ein Videospiel. Die ärgert mich immer. Ich bin immer das Opfer hier. So. Hat sie recht. Yves. Mit Mieterhöhung. Mieterhöhung um 10 Euro mehr. Miet, Yves, das hast du selber zu schreiben. Profi, ich wünsche dir eine gute Besserung. Profi, eine gute Besserung. Bei sich auskurieren. Tust nicht zu viel schmusen, weil du hast Corona, ne? Und tust dann Tee machen und willst dann wird's wieder, gell? Profi. Gute Besserung noch, mein Schatz. Da war noch doch Müll. Ich bin noch nicht fertig. Ich wollte mich nur mit Chat unterhalten. Magramo, du bist schon du. Was war das jetzt? Du bist schon wie die Frau Riedel, Magramo. Die schimpft auch immer mit mir. Oh. Hallo Käfermarin, meine Hübsche. Habt ihr keinen zum Kuscheln? Dann denk an uns, Profi Brummi. Ich hab das gleiche Shirt an. Ey, Käfermarin. Der Kompass explodiert. Ich glaube, wir sind fertig. Okay, wir gehen wieder rein. Magramo, jetzt ist aber auch genug, sonst gibt es für dich auch eine Mieterhöhung. Ha? So, machen wir dazu. Och, jetzt ruft schon der Pin. Was war das für ein Geräusch? Gunmate, danke. Ja, Gunmate, du bist auch einer von den Süßen. Wer ruft da jetzt an? Bitte kommen Sie hoch. Das Tropfen ist schlimmer geworden. Wer ruft da auch? Die Bewohnerin Day 1. Wer war denn das schon wieder jetzt? Klang wie eine Katze oder so. Ich glaube, es war die Tür, oder? Die 1. Wer war die 1? Die will schon wieder, weil schon wieder bei deiner Wohnung reintropft. Ich gehe natürlich nach oben. Was? Wiegland? War das die? Warte mal, wer war das? Herr Vogt und Frau Riedl haben donated von. Aber wer war das? Wer war von. Tür zu. Ich habe immer Angst. Ihr habt recht, dass was reinkommt, wenn ich's nicht mache. Weißt du, ich bin das aus Japan noch so gewöhnt. Da macht er das in Europa. Da passiert nichts. Danke, Gnumate. Ja. Da passiert nichts in Japan und das kriegst du halt nicht raus. Na? Oh. Gut. Wer war denn der Neue? Wer war denn das? Wer war der Neue, der was vor Einzug ist, dass sich die Schlüssel abgeholt hat? Ich wollte ihn fragen, wie ihm die Wohnung gefällt. Ob es eh zu seiner Zufriedenheit ist. Kioren, schaust du dir an. Okay. Die 1, ja, die 1. Ah, warte mal, da wohnt die Frau Seibel. Ah, die Frau Seibel. Frau Seibel! Oder. Keine Rückmeldung. Oh. Achso, warte mal, das ist die 1. Das, Moment, ich muss runter. Da ist. Gottes Willen, Niklas! Die Frau Seibel ist auch da. Sir Niklas, danke für 10 Euro, danke. Hört sie das? Da ist Wasser. Sir Niklas, danke für dein Support, danke schön. Sir Niklas, danke dir. Ja, da läuft eine Tür raus und man hört ihn. Also, es wird anscheinend mehr. Ich hab das. Ist da vielleicht eine Leiche, die in der Wanne liegt oder so? Dann werden, was ist, was soll denn? Sir Niklas, danke für 10 Euro, danke für den Support, dankeschön. Die Frau Seibel auch dabei. Dankeschön. Sir Niklas, wie geht's dir? Was macht der da? Was mache ich da? Sieht nicht aus wie Wasser, was da drüber rauskommt. Ah, Lulu? Also, Pipi? Ich glaube, sein Klo ist verstopft. Oh, das kann auch sein.
Frau Huber, wie kann man Ihnen helfen? Ist ja nicht klar. Frau Huber, wie kann man Ihnen helfen? Hä? Frau Huber? Oh. Ist das ein gutes Zeichen, dass die Frau Huber gerade nicht die Tür aufmacht? Frau Huber, Sie haben mich angerufen gerade. Frau Huber, ich kann das Problem erkennen. Ich glaube, es handelt sich um einen Wasserschaden. Ich verstehe das. Ja, das Problem ist schlimmer geworden, Frau Huber. Ich kann das sehen. Ja, Frau Huber, ich bin bei Ihnen. Das Tropf wurde viel schlimmer. Kümmere dich weiter und geh hoch in die Wohnung D2. Ne, Moment, aber wo ist die Frau Huber? Oh, Frau Huber. Oh, oh. Oh, da tropft's aber ganz schön durch, Frau Huber. Frau Huber, was ist los mit Ihnen? Ich fühle mich. Frau Huber, legen Sie sich mal hin, ich kümmere mich darum. Oh, die Tapete geht auch schon ab. Kein Leichenwasser, das hätte geschmeckt. Gut. Aber der da oben hat der. Gut, dann gehen wir. Also, Frau Huber, legen Sie sich hin, ich komme gleich. So, Licht an. Soll er im Dunkeln nicht. Wo ist denn ein? Da gab es ja eine Frau, die hat uns im Keller aufgesucht und hat gesagt, nicht ins Dunkel gehen und Licht an. Und die Tür zu, hat sie gesagt. Ne? So. Die Arme, die fühlt sich nicht gut, aber das kann alles sein. Hallo, Erdrunde, Austrian Soldier. Mein Süßer, wie geht's Ihnen? Die stand draußen, oder? Da ist schon wieder. Ja, aber die war in der Garage, glaube ich. Und dann, die haben wir nur einmal gesehen, das zu Beginn. Die Kuru! Wir läuten seit Stunden bei dir an, die Kuru! Ich glaube, bei dir rennt das Wasser noch, die Kuru! Hä, hey, oben ist Licht wieder angegangen. Was war das jetzt? Oh, shit. Niemand öffnet die Tür, brech sie auf. Ich komme jetzt rein, die Kuru! Oh. 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 Oh Gott, Okay, tschüss! Was mache ich jetzt? Ist der Harukles zufällig noch da? Harukles, ich glaube, wir haben einen neuen Fall für dich. Die hat aber auch über. So groß ist sie doch gar nicht. Ja, sie ist tot. Was ist denn das für ein makaberes? Da ist eine Puppe. Wow, was? Ich hab's nicht gesehen, zum Glück ist mir weggegangen. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich habe gerade gar keinen Bock hier zu sein. Was hat's denn da? Oh! Ich glaube, ich habe das Problem erkannt, Frau Seidel! Und überall Kerzen! Ich kann nicht abdrehen! Hey, warum ist der Ofen zugekettet? Was ist das denn? Ein Zirkel. Hä, was mache ich? Niemand stellt dir Fragen, brich sie auf.
Ich habe ein bisschen Angst, dass die auf einmal aufstehen hinter mir. Oh, da ist das Bett noch von ihr. Hä, warum hat sie das so komisch vorgeschoben? Was, wie groß ist denn diese Frau? Was hat die für große Kleidung? Steh jetzt nicht auf. Die Uhr hier, die nervt mich ebenfalls. Warum ist denn da? Hallo? Warum kann ich das nicht abdrehen? Ich kann es nicht abdrehen. Das nennt man Kleid. Hä, was? Und das sind Blumen? Was mache ich jetzt denn da? Ja, ich kann mir die Uhr vielleicht aus dem Fenster werfen. Was soll ich jetzt tun? Ah. Ich kann die... Wie soll ich den Eiskasten? Oh, da ist auch nicht mehr so voll, ne? Schöpfen ziehen. Ja, wo und wie? Ich kann nicht drücken. Was brauche ich da? Im Keller Wasser abdrehen. Ach so, im Keller. Soll ich in den Keller gehen? Ich stelle jetzt die Uhr. Okay, im Keller Wasser abdrehen. Die Schilderung sagt vielleicht was. Ich habe ja keine Notiz mehr. Ich bin ja dumm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was, oder soll ich ihr das Problem? Oder kann ich ihr sagen, dass sie die Polizei rufen soll? Hallo? Vor allem, damit das Wasser verdampft. Ich hab die Ursache des Problems gelesen. Die ist tot. Was soll ich jetzt? Ich hab da doch einfach die Polizei rufen. Okay, dann doch das Wasser abdrehen im Keller. Ich konnte die Ding. Da liegt was auf Kühnisch. Kühnisch? Leute, in den Keller oder jetzt nochmal rauf? Wir brauchen den Schlüssel für den Heizungskeller. So, warte mal, auf dem Küchentisch? Bei mir müsste man den Keller Haupthahn abdrehen. Juna, danke für 8 Monate, dankeschön. Ich schau nochmal am Küchentisch. Hab ich was übersehen? Ah, warte, ich kann die Kerzen ausmachen. Ist das so eine gute Idee, wenn ich die Kerzen ausmache? Ich weiß es nicht, Shit, was sagt ihr? Hallo Jessitl, wie geht's dir? Ich verstehe irgendwie gar nicht. No, okay. Zu spät. Okay, am Küchentisch lag nichts. Oder? Nee. Nur Kerze. Ich glaube, ich muss für den Wiegenkeller gehen. Und Licht abdrehen. Du hast abdrehen. Ach, Wally, danke fürs dabei sein. Wache, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Wally, gute Nacht. Schlaf gut. Pass auf dich auf, mein Hübscher. Und vielleicht sieht man sich Freitag oder morgen. Morgen ist wieder Forest. So, ist das die TikTok? okay. Ich habe auch keine Aufgaben. Warte, kann ich da irgendwas nehmen? Ich schau mal kurz, habe ich einen Schraubenschlüssel oder sowas? Es wird mir auch keine Aufgabe erzählt. 18 Uhr, Angela. Aber war, Moment. War das nicht die da, die was da oben liegt? War das nicht die da, was da drin ist? Letzte Woche, Mittwoch, Angela. War schon mal. Kartoffelpommesgabel, danke für den Prime-Sub. Ja, ist immer noch da drin. Kartoffelpommesgabel, danke für den Prime-Sub. Dankeschön. Vielen Dank. Ich sehe die Soldaten. Ey, wir wollen den. Ey, hast du es jetzt gesehen? Warte mal, muss ich. Okay, das ist der Boiler. Aber wo drehe ich jetzt wirklich ab? Kann man das vielleicht... Weiß wer, was ich tun muss? Drasron, danke für dein Prime-Sub. Auch ein neuer Mieter hier. Drasron, danke schön.
Kann ich hier abdrehen, Wasser? Das smolle Mädel. Hallo, Smolle Marie, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Du bist gerade von der Arbeit heimgekommen, Smolle Marie. Ja, habe ich recht. Aber wir sind, ich weiß gar nicht, wie alt wir sind. Wie weit wir schon im Spiel sind. Ich glaube, oder Polizei rufen? Polizei rufen vielleicht. Wir sind sofort da. Ich habe den Notruf jetzt gerufen. Jo, Melonenmütze. Okay. Ich habe nichts gemacht, es war der Jonas Thiel. Oh, wer ist das denn? Hä? Achso, das ist der Notarzt. Die Smolle Marie ist da. Hallo? Oh, da oben liegt eine Leiche. Oh Gott, das will eine Donation. Franzl und Hansl, danke für 10 Euro, dankeschön, Franzl und Hansl, ich trau mich schon gar nicht fragen, Franzl und Hansl, aber Franzl und Hansl, mein Schatz, danke für 10 Euro, ich hoffe, es ist nicht schlechter, du weißt, was ich meine, Franzl und Hansl, wie geht's euch, dir, danke Franzl und Hansl für 10 Euro, vielen Dank für den Support, dankeschön, danke dir, na, vielen Dank, ich glaube, es ist der Notarzt, ne, danke Franzl und Hansl, vielen lieben Dank. Das könnte ein Mann sein. Nein. Ich bin zur Wohnung hochgegangen. Dort ist niemand. Sie wissen, dass Scherzanrufe strafbar sind. Ich gehe. Ich verkaufe das Haus. Ich habe auch keine Aufgaben mehr. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Die Leiche ist nicht mehr da. Ich glaube, jeder andere würde jetzt nach oben gehen und schauen. Ich lege mich ins Bett. Und in die Deko verkrieche. Oh. Die Deko ist gekauft. Die Tafel, ich bin mir nicht sicher. Okay, dann soll ich jetzt nach oben? Franz Handel, hast du es geschrieben? Sorry, Franz Handel, wie geht's? Darf man fragen? Oh, ich hoffe. Cool, ich bin bestimmt gleich zu dir ins Bett. Ich habe ein bisschen Schiss, wo die Leiche gerade ist. Smolle Marie, und hast du? Du bist gerade auch von der Arbeit nach Hause gekommen, oder? Gehe ich mal davon aus. Also an einer Stelle würde ich über das Aussehen nachdenken. Ja. Zip. Binato, ja. Welche Leiche? Was habe ich verpasst? Da oben! In dem Zimmer lag eine Leiche. In dem Raum da hinten saß eine Leiche. Eine sehr große Leiche. Juicy Jules, danke für 18 Monate. Dankeschön. Ja, oh, sie ist immer noch da. Die Tür ist zu. Oh Gott. Die Tür ist... Hallo? Mango, Mayday, mach auf. What the fuck, wo ist sie? Oh Gott, ich mag nicht mehr. Vielleicht kocht sie was für mich. Kann man das Wasser abstellen? Oh. Die könnte auch wieder mal Mist raustragen. Ja, das sind die Mieter, die immer Probleme machen. Okay, gut, Franz, also nicht aufgeben, mein Schatz. Franz, also ich bin im Kopf bei euch. Ganz viele Küsse an euch, Franz und Tanze. Oh Gott, wo ist die hin? Immer wenn ich antworte, es ist nur das Wort Marie. Was hat's denn da gestern? Wo ist sie denn, die Frau? Da rein? Ist sie da drin? Okay. Ich hab verstanden. Das Ding Oma macht wahnsinnig. Mich macht wahnsinnig, dass die Oma da noch drin doch sehr lebendig ist. Hallo, Ikuna, lauf, meine Hübsche. Oh, die Tür ist offen.
dürfte ich raus? Hallo? Mach auf! Was? Niemand öffnet die Tür, brich sie auf. Hä? Ist das ein Bug? Warte mal. Garagenschlüssel? Ist das ein Bug? Moment. Schlafzimmerschlüssel! Hä? Oder muss ich da wieder hin? Oh Gott, hallo, Bürgermensch, wie geht's dir? Ich muss hier raus. Aber wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Geh nochmal ins Bad. Ich hab den Schöpsel gezogen. Hä? Wer ist das? Hä? Oh nee, nicht hinter mir, oder? Hä? Das Bild ist eingefroren! Hä? Nick, hallo, mein Schatz! Kann ich jetzt raus? Nein! Ich bin das! Wo ist denn die komische... Kerzen anzünden? Okay, immer noch keiner im Bettchen. Der Chat hört auch nicht mehr auf mich. Kann ich was mit der Puppe machen? Aha. Kein Spiegel, sondern Glas. Hä? Ich bin wirklich ratlos. Muss ich vielleicht aufs Töpfchen? Ja, das geht auch nicht. Oder? Nee. Hä? Aber... mein Spiegelbild ist auch eingefroren. Ich glaube... Da schon? Nee. Das ist aber ein schöner Pullover, Gnomate. Oder muss ich mich hinsetzen jetzt? Nee, oder? Nehme ich dann die Stelle ein? Nee, oder? Puls von 200. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll oder was gleich passiert. Da ist ein Sessel. Da ist ein Zirkel. Vielleicht. Nee. Geh die Kühlschrank auf. Da? Ich sehe nur die ganzen Ravioli. Oder muss ich irgendwo raufschauen? Ofen aufschließen. Aber warte mal, hab ich. Niemand öffnet die Tür, bricht sie auf. Das war von vorhin. Ich habe den Wohnungstürschlüssel, Eingangsschlüssel, Kellerschlüssel, dein Schlafzimmerschlüssel. Und Spiel ist vorbei. Nee, ich glaube nicht. Es geht. Also, das wäre ein doofes Ende. Sieht man mich wahnsinnig. Warte mal, die da vielleicht? Verpackt, schätze ich mal. Ehrlich? Ey, kann man vielleicht ein Mod oder so schauen? Vielleicht hierzu hier? Tu ich schon, okay. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was... oder wirklich im Park? Ich hoffe mal nicht, ne? Also... Hallo, Koppeline, meine Hübsche, wie geht's? Kann ich aus dem Fenster springen? Hallo Optimus, mein Schatz. Wie gesagt, eigentlich solltest du raus können, nachdem du das Wasser ausgemacht hast und im Bad warst. Okay, also wir haben den Bug. Okay. Okay, wir haben den Bug. Okay, ich starte mal. Man kann das. Ich machen wir mal neu. Okay. Danke, Ravi, vielen Dank. Okay, dann machen wir mal von neu. Die Smolle Marie hat es ja noch nicht gesehen. Ne? Schau dich mal so. Oh Gott, wir werden so weit zurückgeportet. Ah, okay, Chat, Entschuldigung, ich kann nichts dafür, ihr wart's dabei. Okay, ich beeil mich ein bisschen. Okay, schau dich mal aus, ob es Aufgaben gibt. Okay, guten Morgen, Chat. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, jetzt ist eure Zeit. Wir sind ja ein Stream, wir wollen ja alle Leute abholen, ne? Und ich weiß, einige Leute... Was war das?
Das ist aber neu. Was, das war aber neu? Das ist die, ich glaube, das ist die Pollenallergie, oder wie war das? Was war das denn jetzt gerade? Ich hatte einen Bug. Okay, danke. Was? What the fuck? Was? Um zu sehen, was für Aufgaben es gibt, den Handwerker aus der Putzkammer. Hä, wo bin ich jetzt? Die Jumpscares sollen immer anders sein! Ah, beruhigend, dann ist... Ah, die Jumpscares... Das ist neu. Das ist das von der aus dem Zimmer. Tür zu. Ach, feiner Sand. Wenn ich dich nicht hätte. Live, okay, hallo, mein Schatz. Okay. Okay. Nette Begrüßung. Ja, das ist aus von dieser einen, die was gestorben ist, aus dem Zimmer. Die Jumpscares sind immer anders. Hätte das aber cool. Okay, und was muss ich jetzt auf... Was muss ich denn sauber machen? Oh, dunkel ist. Moment. Muss noch das Spiel kaputt? Ich glaube, das muss so. Smolle Marie, jetzt darfst du noch mal sagen. Smolle Marie. Ich wollte wissen, ob... aber die Jacke nehme ich gerne. Jetzt steht, wenn euch kalt ist, wenn man eine Jacke... Ne? Wenn. Das muss bestimmt passieren. Was, kann ich jetzt aber rein bei der? Nee, oder? Ich muss doch sauber machen gerade. Warte mal da. Ja, ich kann. Okay, also die Tür ist zu. Okay, okay, okay. Hallo, kleiner Zocker. Der Mann ist ein regulärer Mieter, er will sich. Was ist denn das, dieses Knurren? Das ist jetzt aber auch neu, ha? Habt euren Hausmeister nicht mehr lieb? Mich. Hallo, Itzei. Ha? Sorry, Loso. Okay. Der Wasserfleck ist auch weg. Ich glaube, wir wurden zu weit zurück. Also der Safe Point war zu früh, glaube ich. Hat bestimmt Hunger. Die Weste immer noch. Okay, ich muss. Warte mal, muss ich die Blätter wegmachen? Nee. Muss ich in der Garage? Ich glaube, muss in die Garage. Kennst du da eben in Duisburg einen guten Ort zum Frühstücken? Felix Noah? Wie heißt das, wo man frühstücken, weißt du, dieses, was bei uns auf der Königstraße, das da? Ja. Wie? Mit F? Fabrika. Mit F und 2 C. Dort kann man schön frühstücken. Fabrika, gib ein, Duisburg. Dort gehen wir manchmal hin, zum Beispiel. Felix war das, glaube ich, gell? Felix? Duisburg. Ja? Also... Wenn es dich nach Duisburg verschleppen sollte. Okay, warte, muss ich jetzt die... Hä, was mache ich denn jetzt mit dem Besen? Leute, was steht da? Um zu sehen, was für... Was mache ich denn damit? Ich muss jetzt hier schon wieder den Dreck... Natürlich. Gut. Okay, dann machen wir den Dreck damit. Nein, aber das ist in Ordnung, weil die Smolle Marie ist sicher von der Arbeit gerade gekommen und hat einen anstrengenden Arbeitsweg gehabt, sicher. So, ja. So, Chat. Okay. So. Ich tu gerne sauber machen. Das war doch den, den ich den Hausschlüssel gegeben habe, der neue. Der ist mir ganz schön sympathisch. Seitdem ich den reingelassen habe, geht's jetzt über Badehauten. Sag, wie es ist. Ja. Gut. Das war doch die Obi wieder außen, oder? Na? Nicht einmal beim Zahnkern hat man seine Ruhe, ha? So ist es wieder. Na? Ja. Was? Ich kann es nicht lesen. Ist es ein Bug? Das war ich. Windel voll. Ah, ne, alles. Na, alles in Ordnung. Gar nicht. Wer war das? Der neue. Der roten Namen hat er gehabt. Der war so dünn, das waren wir doch selbst, oder? Ich kann es nicht mehr lesen! Okay.
So, jetzt gehe ich doch schlafen und jetzt wache ich doch auf und jetzt sagt die Omi, es tropft bei ihr in die Wohnung noch stärker rein als sonst, ne? So. Oder, was muss ich... Oder? Genau, jetzt ruft die Omi mich doch an. Genau, so. Oh, warte mal, ich muss in die Putzkammer zurück. Moment, Entschuldigung. Das war der Chat, wenn du nicht gefüttert hast. Ich gebe den Chat immer Y-Food. Das mache ich immer. So, okay. Hallo, Black is an und Girl in Prime. Wie geht's euch? So, bitteschön. Ich habe hier kein Warm... Wie weit sind wir denn zurück? Ich habe hier kein warmes Wasser mehr. Kümmern sich drum. Wie weit sind wir denn zurück? Jetzt muss ich das warme Wasser da noch machen, oder wie? Hä, das ist doch aber... Da sind wir aber schon gut weit zurück. Schau, ich kann es nicht lesen. Okay, gut, dann gehen wir runter im Wäscheraum, müssen wir das Wasser nochmal machen. Chat, es ist, wie es ist. Was soll man tun? Ich beeil mich doch eh schon. Ich bin ja hier das Opfer, ich muss hier meine Überstunden machen. So, man vorhin 10 Minuten vor Ende. Naja, was will man machen? Da habe ich halt im Chat noch ein bisschen länger, ne? Dann verbringe ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit im Chat. So, auch wieder das Rätsel. Genau, so. Ich weiß, so, du magst es nicht angestarrt zu werden. Sag ihm, dass es verschwinden soll. Was? Das ist auch neu. Wer spricht? Nee. Okay. Ja? Und noch einmal, ich glaube, wer der böse Geist ist, ist die Omi, die hier bei D2 eingesperrt ist. Hä? Moment. Das war doch der Schlüssel, oder? Okay, geil. Da, wenn man da reinschaut, sieht man eine Omi drin. Eine ganz dünne. Wer starrt? Das frage ich mir auch gerade. Müllton. Och, Müllton jetzt raus. Ach komm, jetzt habe ich doch alles schon gemacht. Okay, Chat, Ich brauche wieder einen Regenschirm. Ich bitte darum. Camp. Achso, warte, ich muss meinen Müll noch rausbringen. Ja, okay. Ah. Oh, wieder zurück im Freund. Achso, ah. Aber, okay. Was könnt ihr in die Wohnung haben, wenn die... Was könnte ich die Wohnung haben, wenn die Omi aussieht? Du wirst einen leichten Wasserschaden haben. Ich sag da, wie es ist. So, ja, genau. Den Mistzeug nehmen wir raus. So. Ah ja, jetzt ist sie wieder da. Ja, guten Tag, na? Und immer noch Wachansacker-Vermarrung. Haben Sie den Boiler repariert? Gut. Ja, eben. Ja, hab ich. Würden Sie bitte... Aufdringlich auch noch. Was ist ich? Was ist jetzt mit dir? Ich hab. Frau Riedler! Oder ist die schon wieder verpackt? Ist die verpackt, Chat? Und in die Mülltonne, in den Schub vor dem Haus. Ist das schon, kann das sein, dass das Spiel verpackt ist gerade? Pass auf, ich werde kurz das Spiel beenden und ich starte es ganz neu. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen verpackt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die Frau Riedel spukt. Na, so, warte, ich habe jetzt mal neu gestartet. Ich glaube, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder den... Ich kann euch, glaube ich, sagen... Ah, aber okay, jetzt... Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ich glaube, es war verbuggt. Okay. Jetzt soll ich es noch zu Ende spielen? Also, ich weiß nicht, ob ihr dafür noch... Aber es tut mir leid. Es war nicht mit Absicht, ne? Ich hoffe, es war in Ordnung. Also, es tut mir leid, dass es gerade gebuggt ist. Okay. Aber ich suche mir das hier selber nicht aus. Das war schon... Ja, okay, jetzt gehen wir in die Garage und jetzt kommt die Omi dann wieder, ne? Ne, warte mal. Oh. Ne, hä? Was ist denn?
hier. Hä? Warum kann ich nicht mehr raus? Hä, welcher Mann? Wohnungstürschlüssel. Ah, Moment. Ah, okay. Ja, das ist wieder die Omi, ne? Ach, jetzt wollte ich selber bei mir, ich Depp. Okay, gut. Okay, was für Aufgaben gibt es? Eine Schneiderpuppe steht im Flur. Finde den Besitzer, klingelt bei den Mietern und frag sie. Das ist neu. Das ist neu. Okay, Chat, wir sind da. Wir müssen nichts mehr mit Blätter fegen. Könnt selber machen. Wem gehört die Puppe da am Gang? Mamlip Toro, Blackbird. Ikuna, Mutti Janne, ha? Jessitel. Litis. Wem gehört die Puppe da am Gang? Wer stellt seinen Müll am Gang? C1. Achso, da wohnt ja keiner. Moment, gut, dann wird doch keiner aufmachen. Frau Huber. Frau Huber, sind wir lustig oder wie? Ha? Haben wir nichts zu tun den ganzen Tag? Wie soll ich? Ich hab keine Zeit. Ich hab grad Columbo geschaut. Frau Huber, bleib. Mieterhöhung. Mieterhöhung 100 Euro. Drecksau, wirklich, haut man. Das ist Frau Huber das Letzte. Kannst du, kannst du das vorstellen? Wenn man, wer wohnt da? Die Frau Wiegand. Na, Frau Wiegand. Na, Frau Wiegand, ist das Ihre da am Gang? Frau Wiegand. Frau Wiegand, ist das Ihre Puppe da am Gang? Kein Benehmen, die Jugend. Wirklich. Ich gehe mal zum Frau Schmidt und Frau Vogt. Die sind mir immer gehandelt. Frau Schmidt und Frau Vogt. Herr Vogt, Frau Schmidt. So, jetzt. Machen wir nicht einmal auf, oder wie? Hä? Ich sehe ganz genau durch den Türspion, dass sie da sind. Ich sehe sie! Gibt eine Mieterhöhung! Gut. Wird auch notiert, ne? Da braucht es nicht glauben, dass damit durchkommt, gell? Weil irgendwann ist genug. So. Hallo, Juleka. So. Frau Riedel! Frau Riedel! Bitte! Frau Riedel, also Sie auch, Frau Riedel, wirklich wahr? Okay. Frau Köhler? Frau Köhler? Holy shit. Oh, Frau Köhler, Sie habe ich ja lang nicht mehr gesehen, Frau Köhler. Frau Köhler! Bitte lassen Sie mich nicht alleine! Frau Köhler, Sie Dreckschwein! Frau Seibel, sind Sie da für mich, Frau Seibel? Oh, Frau Seibel, bitteschön! Frau Seibel, bitte! Geben Sie mir 1 Liter Milch, ich hab nichts mehr! Frau Seibel. Aber der Klingelton ist nervig. Aufmachen wir die nicht, ne? Weil wir wissen, die ist tot. Niemand weiß etwas über die Schneiderpuppe, bring sie in die Garage. Okay. Okay. Chat, Huckepack, Dings in die Garage bringen. Ja, so. Bring jetzt die Puppe in die Garage. Wieso gehen die Leute aus? Hähnchen, ist es deine Puppe? Weil diese Puppe da am Gang steht, diese Schneiderpuppe. Gut. Dann hat sich das erledigt. Tür zu. Gut, welche Zeit, die Garage zu fegen, ja, das habe ich ihm auch, das, ich wollte es gerade vorschlagen, jetzt ist, du, wundert sich der gar nicht, da ist gerade die Schaufensterpuppe durch den Gang zischt, jetzt ist es gut, Zeit, die Garage zu fegen, das denke ich mir auch, ja. Ja, gut, das dachte ich mir auch, es ist wirklich Zeit, die Garage jetzt zu fegen, ja. Jetzt ist der, ja, jetzt kommt doch wieder die Omi gleich, oder? Schön, dass du auf meine Puppe aufgepasst hast, Tellchen. Kein Problem.
Hähnchen, für manche Zuschauer macht man gerne, da opfert man sich gerne auf, ne? Wenn man höflich und freundlich ist, der LKW-Mechaniker zum Beispiel macht das immer hervorragend vor. Oder der Blümi. Oder die Schildrose ist auch gerne eine süße, wirklich süße Frau, muss man sagen. Die Luisa. Ach, wirklich. Der Science Freak Show. Ach, wirklich. Da kann man nur wirklich. Das sind Mieter, die wünscht man sich. Ne? Ist klar. Aber dann gibt es auch so andere. Ne? Dann gibt es die anderen. Ne? Dann gibt es welche, die dann halt hören dann laut bis 3 Uhr in der Früh Musik. Dann hört man dann, das müsst ihr euch vorstellen, das ist kein Einzelfall, ich sag wie es ist. Dann hört man um 3 Uhr in der Früh, geht die ganze Zeit, kein Sinn mehr für das Schöne. Ich sage das, was die Leute denken. Aber ich bin auch der Hausmeister. Ja, Taffik, von dir rede ich. Ich wollte den Namen nicht nennen. Ja, Omi, ihr habt das schon gesehen. Ja, das kannten wir schon. Ne? Das ist hier der neue Vermieter, der manchmal nackt durch die Gegend rennt. Ein verwirrter Bursche. Aber jeder wie will bei uns. Na, bei uns darf jeder alles ausleben, was ihm gefällt. Na, solange es legal ist, da machen wir nichts. Das ist uns egal. Das machen wir gerne. Das ist uns wirklich, das macht uns nichts. Na. Phoenix Impala zum Beispiel, wirklich auch ein sehr netter Kerl, kann man sagen, grüßt immer. Na, wirklich toll. Ja, der sagt auch, ey, Sonntag kann ich vielleicht den Müll mitnehmen. Kann man nichts sagen. Wirklich, manche Mieter, die mag man auch. Na, das ist wirklich, das ist... Die merkt man sich, ja, ganz klar. Und ich bin auch Mieterin. Smolle Marie, oben. Ich muss nur sagen, wir haben da vorhin, da waren sie noch nicht da, Fußspuren in dem ganzen Dings gehabt, so Matschfußspuren, Smolle Marie, das waren sie. Da habe ich das richtig, ja. Na, das wird dann natürlich von der Reinigung abgezogen, ne? Aber sonst sind sie natürlich ganz gern gesehen, ist ganz klar. Hä, ich habe doch, achso, ich bin noch nicht fertig. Hoffentlich finde ich den Hausmeister nicht mehr machen. Mein Marihuna? Nightmick, du bist der mit dem Marihuna? Ich möchte es ja nicht sagen, aber ich hab's gerochen. Nightmick, gell, das Marihuna. Ihr habt es gerochen. Marihuna. Es hat nämlich gerochen. Ich hab gesagt, das ist der Marihuna, Mike. So nennen's dich schon, Mike, im Hof. Das muss ein Ende haben, Mike. Bei mir läuten es schon an. Bei mir kommen es schon rein, dann haben sie auch Marihuna. Sag ich, nein. Ich weiß nicht, von wo sie sprechen. Ich bin ein Opfer des Staates. Ich zahle. Ich muss schon lügen für dich, Mike. Das muss ein Ende haben, ja? Hat er weggepfiffen? Wahrscheinlich in meinem Kopf schon, ne? Mr. Lupenrein, wo gibt es Marihuna? Nirgendwo. Schau, Mike, geht schon wieder los. Schau, was du da machst bei mir. Wirklich. Mike, das muss ein Ende haben. Bring den Handfeger zurück. Das mache ich gerne. Krawall, was? Ich bin dieser Mieter, der immer wartet, bis keiner mehr im Fluss und rauskommt. Sammelst du Marihuana auf? Ja, ich sammel das auf. Ich sammel Marihuana auf. Marihuana, ja, auch die. Gut. Shit, wunderbar. Hallo Lilo, wie geht es dir, mein Schatz? Schön, dass du da bist. Da komme ich nicht rein. So schön, wie sich Putzig um den Suchkranken Mike einsetzt. Ne, weil mit der Vermieter ist mir, der Mieter ist mir auch irgendwo ein Freund. Ja? Zum Beispiel letztens, kleines Fähnchen hat nicht schlafen können. Habe ich gesagt, komm, kleines Fähnchen, leg dich zu mir ins Bett. Ganz klar, ganz klar. Das war auch in Ordnung. Ne? Löffelchen und fertig. Das ist mir wichtig als Hausmeister, dass man auch, für den anderen da ist. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Velo, ich habe hier kein warmes Wasser mehr. Kümmern Sie sich darum. Ja, das ist wieder die Schildrose. Ne? Da ist es wieder die andere Seite. Gut, jetzt müssen wir den Boiler wieder reparieren. Ne? Klar. Kann sonst noch wer vorbeikommen oder aufräumen im Treppenhaus? Wäre schön. Ich bin aber der Einzige bis jetzt. War nämlich keiner so blöd, den Job anzunehmen. Ne? So, wirklich. Ne? Ja, ich muss es jetzt wieder... ich muss jetzt wieder, weil wir haben das Spiel ist gestürzt, wir haben es neu gestartet. Ich hoffe, jetzt geht's. So, der Broiler. Wir müssen kurz den Broiler neu machen.
So. Das muss nach rechts. So. Nee. Ja. Warte. Nein. Wie war das nochmal? Ja. 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 Der Bräuler. So, jetzt aber. Sag der Famago, die Oma kommt aus dem Keller mit Keksen. Ja, die Omi müsste ja immer noch hier drin sein, ne? Das wäre der Varro oder das gleiche ist immer wieder. Dass der Putzi die Tür offen lässt. Waze, du musst mich erinnern, Waze. Du bist... Waze, warst du heute zum ersten Mal da? Kann das sein? Habe ich dich richtig in Erinnerung, Waze? Ich glaube ja, oder? Ich habe dich auch herzlich begrüßt, wenn ich reden kann. Bring den Müll raus. Ja, das mache ich. Soll ich wen von euch wen den Müll rausbringen, Chat? Glutoni, für dich zum Beispiel. Die denn jetzt her? So, jetzt. So. Phoenix, fahr gar kein Problem. Phoenix, aber gerne doch. Hallo. Haben Sie den Boiler repariert? Gut. Ah, jetzt bewegt er sich endlich, ne? Velo mache ich gerne, kein Problem, ne? Ich gehe jetzt vorbei. Gar kein Problem. So, gut, dann machen Sie sich doch das Licht, bitte schön, meine Dame. Es ist... So. Ne, passt schon. Okay, gut, Toni. Für die Smolle Marie mache ich das auch gerne. Ist super. Den Müll. Na, Diamond. Jetzt werden wir doch nicht so unfair zu sich selber sein, Diamond, hä? Und wieder die Tür zu. Waze! Ich hab da gesagt, du sollst mich erinnern rechtzeitig, Waze. Ist da immer Nacht? Ich weiß nicht, ob es Nacht ist. Ich glaube nicht, dass es Nacht ist. Ich bin jetzt auch Lust auf Metwein, ist aber leider aus. Da müssen es geht zum Kontakt Teddy halt immer. Ja, wir sagen schon der Met Teddy, sagen wir mittlerweile. Ich hab Schimmel in der Wohnung, können Sie mal nachschauen. Ha, Leute, ich hab doch eh schon. Ich muss doch eh schon so viel arbeiten. Aber gut. Für dich gerne, Phoenix. Für dich gerne. So. Gut. Gleich ja, raus. Weiß ich doch. Ein bisschen hochwertig, natürlich. Beim Teddy gibt's nur die gute Ware. Ich hab den Jumpscare vergessen. So. Gut. Was ist das für ein Geräusch? Oh, der Mister stinkt aber. Da ist aber viel Pupukaka drin, ha? So, ich habe sehr viel... Urschut hier im Badezimmer rumliegen. Könnt ihr es bitte aufräumen? Da müssen sich beim Glutoni melden. Der Glutoni ist für sowas eingestellt. So. Gut. Ich habe befallen von Kapuzungen in der Wohnung. Könnt ihr mal gucken. Die hat man aber gerne, da habe ich mir sagen lassen. Ich werde für mich morgen früh arbeiten gehen. Ich kann nur 6 Stunden wieder aufzustehen. Smolle Marie, aber die haben dich so gerne in der Arbeit, dass die dich extra wiedersehen wollen. Oh! Ja, das ist der neueste Vermieter bei uns, ja? Das ist der LKW-Mechaniker. Das ist neu. Um was geht's bei dem Game? Amy, du hast viel verpasst, aber vielleicht kann man das gut zusammenfassen. So. Bitte kommen Sie hoch, das Tropfen ist schlimmer geworden. Amy, ich versuch's dir zu erklären. Wir sind Hausmeister und es passiert komische Sachen. Und jetzt, du bist eigentlich gerade richtig eingeschaltet, es passieren ständig Jumpscares, komische Sachen, unangenehme Sachen, ständig ist was kaputt. Und die Bewohnerin, die eins, die jetzt gerade anruft, die hat schon mal vor ein paar Tagen angerufen und die hat gesagt, dass es bei ihr bei der Decke reintropft. Und dann bin ich raufgegangen, hab angeklopft bei der Wohnung über ihr und da hat mir keiner aufgemacht. Und dann bin ich runter und hab dann gesagt, okay, die macht gerade nicht auf, aber ich kann Ihnen hier einen Kübel Wasser, einen leeren Kübel, einen leeren Eimer geben, damit es durchtropft, damit die das Wasser auffangen kann. Und jetzt, wie du siehst, ruft die gerade wieder an. Und die sagt jetzt, bitte kommen Sie hoch, das Tropfen ist schlimmer geworden. So, und du bist gerade richtig da. Und ich bin der Hausmeister nämlich, ne? Das Spiel heißt auch so. Und hier steht's auch, und so möchte ich auch genannt werden. Und ich kümmere mich um alles hier. Ich schmeiß den Laden hier. Ah, so. Die alte Frau aus der Eins hat gesagt, dass es noch schlimmer tropft. Geh hoch und schau es an. Das mache ich jetzt. So, jetzt gehe ich nach
oben. Ich glaube, die Frau Riedel war das, müsste das sein, gell? Die Frau Riedel. Ne? Tür zu. Tür zu. Ja. Ich habe Angst, dass es vielleicht zwei Enden gibt. Und das schlechte Ende ist, wenn ich die Tür offen gelassen habe, wenn irgendwas passiert. Das lasse ich nicht mehr hinlegen und dann kommt der. Ne? Was soll man? Hausmeister Putzi mit dem Dackel. Was? Warum? Ich habe keinen Dackel. Ich habe einen Schäferhund. Schäferhund und Bernhardiner. Hat er von euch einen Schäferhund oder einen Bernhardiner? Oder einen Steffert? Die mag ich voll gerne. Aber warte mal, die Frau Riedel ist ja unten. Amy, das ist ein echt gutes Spiel. Warte kurz, Amy, das ist ein Horrorspiel. Du bist gerade wirklich, Amy, jetzt, du bist gerade und bei uns ist das Spiel abgestürzt und deswegen machen wir gerade das nochmal. Und jetzt geht's los. Pass auf. So, und die Seite kriegt das Wasser. Frau, was war das? Die Frau Huber. Kriege ich Schäferhund. Putze zum. Hallo? Frau Huber! Achso, warte, mach dir nicht auf. Ja, genau. Ja, ich sehe schon, der Wasserschaden ist größer geworden. Ja, ja. So. Frau Huber! Frau Huber, ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Es tropft bei Ihnen rein. Frau Huber! Ich fühle mich. Okay, Frau Huber, kein Problem. Ich werde jetzt mal oben ein bisschen aufräumen da, ne? Ja. Bernhardiner hier. Oh Gott, oh wirklich, was für ein Bernhardiner. Oh. Ah. Mach ein Foto und schick's auf Discord. Oh. So, 22.22 Uhr. Au! Gott, ich wollte mich gerade bedanken! Nick, danke für 10 Euro! Dankeschön! Vielen Dank, Putzi, für deine tollen Streams und die vielen Stunden, in welchen du uns eine Grund zum Lachen gibst. Oh, danke, Nick, und die tollste Community. Ich, bei der Community gebe ich da recht. Nick, danke für den Support! Dankeschön! Ach, Nick! Kennen wir unter? Habe ich dich schon öfter gelesen, Nick? Danke für 10 Euro! Vielen Dank und danke für deinen Support und danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, Nick. Dankeschön, mein Schatz. Stoß da mal mit Nick an. Kommt, der Nick, der kriegt was zu trinken. Na so. Hm. Und Sniper Solid, dich habe ich vergessen, wenn er noch da ist. Danke fürs erste Monat, Sniper Solid, wenn er noch, wenn ich immer noch da ist. Oder ist er schon gegangen, weil er sauer ist? Spiel ja auch mal wieder, schreibt ins Buch. Ich würde sehr gerne. Oh, genau. Und jetzt, ist da, genau, so, genau, und da ist die Wohnung über der einen. Hallo? Ist die Amy noch da? Also ja, die macht die nicht auf. Wissen wir auch schon warum. Die Tropfwunde, niemand öffnet die Tür. Brich sie auf. Mach diese fucking Tür auf! Polizei! Und wir sind wieder da, Chat. Und ihr seht's, überall ist Wasser. Das ist von der, die Kleidung. Und da liegt die. Randale, Amy! Ich rufe einen Rettungswagen. Das hatten wir vorher gar nicht. Das war verbuggt bei uns. Ah, okay. Bleiben Sie liegen! Warte mal, ich schaue mich noch kurz mal in der Wohnung um. Oh Gott, ich rufe einen Rettungswagen. Oh Gott. Oh Gott. Amy, rufe einen Rettungswagen. Oh Gott. Bitte bleib tot, bis der Arzt kommt. Okay. Leichenwagen wäre wohl besser. Nein, Rettungswagen. So, okay. Oh. Schnell! Oh, schnell. Oh Gott. Moment, das Wasser nicht ausgemacht. Das war nicht die Aufgabe. Wir sind sofort da. Okay, das ist wieder alles gut, Chat. Oh, die dritte Leiche diese Woche schon bei uns. Oh, hallo Mama mit zwei Kindern. Was ist denn da hier? Ja, jetzt kommen Sie doch mal runter. Hallo? Und wie geht's ihr? Ich bin zur Wohnung gegangen, da ist niemand. Sie wissen, dass Scherzanrufe strafbar sind. Ist wer von euch Notarzt, Sanitäter? Schauen nach Wohnung D2. Die gleiche wegen Mieterhöhung. Okay, gut, dann gehen wir jetzt nach oben.
Weil da, das war alles verpackt vorhin. Blinder Mann. Ja. Okay. So. Okay, ich geh mal nach oben. Ich geh jetzt mal hin. Oh Gott, der Rettungsdienst ist das voller Schrank beim Klopfen. Die machen, ich hab mal gehört, die machen das freundlicher. Der war richtig sauer, glaube ich, gell? Naja. Eine Bekannte ist an dieser. Oh ja, und da ist sie jetzt wieder. Oh, das Regal ist umgefallen. Aha. Oh, what the fuck is happening? Hä? Das ist neu! Oh, what the fuck? Das ist neu gewesen. Was war das? Ich möchte hier raus. Bleiben Sie ruhig. Ich möchte hier... Was war das? Das war groß. Ja. Ich dreh mal das Wasser ab. Oh, das war natürlich super. Oh je. Ich mag nicht mehr Dezemberliebe. Das neue Hurra, die alte brennt. Ich mach mal Licht an. Ich glaube, da fühle ich mich ein Stückchen sicherer. Wo hat sie den Lichtschalter? Und warum hat sie sich nur von Konserven ernährt? Und wo ist sie überhaupt hingelaufen? Mami, Mama mit zwei Kindern, komm zu mir. Oh Gott, wir gehen raus. Oh, da war sie gerade. Mami im Torrohr. Wer hat die Schuhe wieder in den Hausflur geschmissen? Der Arsch ist nicht. What the fuck? Es war nicht der Aris, es war die Kuro, sorry. Oh, Scheiße. Oh Gott, Mom, lieb Toro, danke für 20 Euro. Danke, du Verrückte. Mom, lieb Toro. Danke für 20 Euro, vielen Dank für den Support, Dankeschön! Unique, danke für 10, danke euch, Dankeschön! Hat sie sich vielleicht wieder ins Bettchen gelegt? Die hat aber echt große Kleidung. What the fuck? Hä, was sehen, warum sind die Leute die ganze What the fuck? Und die Tür ist wieder offen. Okay, ich gehe wieder raus. Oh! Das Namensschild ist noch kaputt. Ich glaube mir nicht. Wer war das nochmal? Frau Seibel, würden Sie mal kurz aufmachen, es spukt! Frau Seibel! Hallo? Macht mal keiner mehr auf! Liebt sie einen Hausmeister nicht mehr, oder wie? Oh, mein Handy läutet. Mein Telefon. Und Nelani, danke für ein bisschen Dankeschön. Danke dir. Und Mom, die Tochter nochmal, du Fuck. Ah! Oh Gott. Ja, das ist unsere Frau Seibel, ne? Oh Gott. Ey, ist dieses Klatschen auch ekelhaft? Ja, ich komme ja schon. Oh. Ich rede mal mit ihr. Das war die, die uns am Anfang gewarnt hat. Geh nicht nach unten. Hallo Joe Online. Mein Telefon läutet.
Im Keller gab es einen Rohrbruch. Alles ist überschwemmt. Das war die, was man auch... Der Keller ist überschwemmt, kümmere dich darum. Aber die hat doch gesagt, soll nicht. Tür? Oh, Waze. Ich dachte, es gibt vielleicht zwei Enden. Sag bitte nochmal, wie stehst du zu Avocado? Zu Avocado? Was? Wie meinst du, wie stehst du zu Avocado? Was habe ich denn da gesagt, Jordan? Hallo, Kimi Kim. Geh nicht nach unten. Aber ich muss, ich bin der Hausmeister. Okay. Gute Nacht, Lilo. Schlaf gut. Chat, ich glaube, ich muss es tun. Ne? Ich glaube, jetzt kommt noch mal ein Jumpscare. Krawall. Ich schicke ihn Krawall vor. What is... Wo, was ist da denn los? Hä? Wie soll ich mich da drum kümmern? Hä? Was soll ich da denn machen? Sicherung raus? Oh Gott! Ja, da kann ich keine Sicherung nicht raus! Indoor Pool. Oh nee! Aber wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin, Chat? Soll ich da einfach durch? Einmal durchwischen, dann geht's wieder. Ja, wo soll ich da durch oder soll ich da was machen? Also, Augen zu durch, ja, aber wohin denn? Und da war die komische drin. Da, man sieht sie sogar. Man hat sie gesehen. Mit dem Lamm drüber geht schon. Okay, gut, wenn der Chat das sagt, kein Problem. Garage aufmachen. Oh, das kann sein. Littis, auf Littis Verantwortung. Hallo? Machen wir mal hier auf, da. Die Garagenschlüssel ist im Heizungskeller. Hab ihn schon. Was? Schlüssel benötigt. Ja, hab ihn doch schon. Och, nee. Mann, im Toro, du Mörder. Du Mörder, Mann, im Toro. Oh. Gut, in deiner Stelle bin ich Hausmeister von langsam in Schwester. Ja, Mamli Toro, danach ist vorbei. Oh, Mamli Toro, du Mörder. Oh, oh nee, Mamli Toro, da gibt mir 10 Euro. Was mache ich denn jetzt? Och, Mamli Toro. Ja, ich weiß nicht, was soll ich tun? Och Gott, Mamli Toro, da gibt mir 10 Euro, Mamli Toro. Aber du mordest mich! Oh Junge, die Wasserkosten! Oh Gott! Mami Toro, danke dir noch einmal, schnell abhauen! Ich wollte! Aber der Chat liebt mich so sehr, weil die gesagt haben, nee, du bist unser Lieblingshausmeister! Und deswegen gehe ich nicht! Versuch mal mit dem Heizlüfter! Okay, ich gehe vorne wieder rein! Du brauchst dein Boot! Hä? Och, Mami Taure, danke nochmal für 10! Vielen Dank! Und Lena, meine Volksschulliebe, ich habe ihr ewig nicht mehr gesehen! Lena, wie geht's dir? Danke für 25 Monate! Und Skyrunner, danke für 29! Vielen Dank euch! Sagt immer noch so in den Keller gehen? Ja, aber was soll ich denn tun jetzt? Ich hab.
Hä, was soll ich denn tun jetzt? Ah, da hinten? Mutter, Mutter, ist was im Wasser! Da war was im Wasser! Das war die Omi! Oh! Oh, fucking hell, Omi, ich hab's nicht so gemeint! Kellerschlüssel! Ich glaube, ich muss mit dem Kellerschlüssel, glaube ich, aufmachen. Oh je, Mini. Oh! Oh! Oh, die Sicherung, jetzt versteck's erst! Okay! Mach auf! Kellerschlüssel! Wo ist die komische hin? Licht ist aus. Wir gehen nach Haus Rappel, Rappel, Rappel. Ich geh rein zu mir. Ah. Ah. Oh shit! Okay, ich geh da immer nicht rein. Okay, wir schlafen heute beim kleinen Feindchen. Oh Scheiße, sie kommt! Oh! Oh shit! Obi! Obi! Och, das ist ja... Kannst du einschließen? Das wollte ich ja nächster probieren. Ich hab nicht gedacht, dass er die Tür aufkriegt. Okay. Okay, nochmal. Okay. Omi gerade rechts gegangen? Was soll ich denn da tun? Also wenn die rechts geht, was soll ich dann machen? Kimmy Kim, wie sieht die denn aus? Okay, nochmal. Ich hoffe, sie geht jetzt wieder links. Sie geht jetzt wieder links, okay. Omi will eine Umarmung. Okay. Okay, also wir machen Licht. So, wir gehen zurück. Omi reißt die Sicherung raus. Schlüssel, Kellerschlüssel. Da. Okay. Kann ich zusperren? Oh, anscheinend nicht. Okay, wir gehen. Gut. Kann ich meine Zimmertür zuschlagen? Oder kann ich mich im Schrank verstecken? Okay, hab zugesperrt, glaube ich, oder? Oh, sie kommt. Ich gehe einfach schlafen und mach die Augen zu. Ich geh in den Schrank rein. Okay, Leute, was mache ich? Was habe ich denn für Schlüssel? Auch abschließen. Ich habe Kellerschlüssel, Schlafzimmerschlüssel, Eingangsschlüssel,
Wohnungstür. Oh, ich habe auch einen Badeschlüssel. Achso, ich kann alle, also ich muss alle Schlüssel verwenden. Okay. Also ich muss alle Schlüssel verwenden, quasi, ne? Okay. Okay, aber kann ich den Garage-Ding, den Kellerschlüssel auch? Das hat kein Schloss, die Tür. Okay. Kellerschlüssel, okay. Oder vielleicht müssen wir alle Schlüssel einmal verwenden. Kellerschlüssel? Nee, das geht nicht, okay. Sam Kürz, danke für 4 Monate. Dankeschön. Ich glaube, okay. Dann gehen wir rein. Oh, nee, komm jetzt. Ey Leute, ey, was mache ich? Was soll ich denn tun? Also ich war gerade im falschen Zimmer drin, ich war gerade im Bad drin, aber ich muss ins Schlafzimmer rein. Aber was soll ich? Was? Die Straße vielleicht. Also ich kann ja nicht darüber, ich kann nicht über die Garage. Also könnt schon. Ich glaube, die Garage war richtig. Also in die Garage oder wie? Und sie einsperren oder was? Oder sind wir aus dem Haus? Okay, dann gehen wir aus dem Haus raus. Sorry, ich bin gerade zu angespannt. Okay, also ihr sagt aus dem Haus raus. Also nicht in die Wohnung einsperren. Den Job kündigen. Banal ist, dass sie... Die Tür ist weg. Ich kann nur bei mir rein. Die Haustür ist weg. Okay, ja, gut, das ist nicht, also das ist, gut, das können wir mal ausschließen, ne? Probier mal aus dem Haus. Die Tür war zu, die Tür war weg. Geh mal hoch. Ja, hoch könnte ich auch noch. Die Tür verschwindet einfach. In ihre Wohnung. Mongo, du hast nicht unrecht, ja? Oh! Wir sagen einfach, der Night Mike war's und dann gehen wir wieder. Okay. Soll sich die Riedel doch drum kümmern? Soll sich die Riedel... Okay, wir gehen nach oben. Wir gehen ganz nach oben. Ich bin aber nicht so schnell, muss ich wissen. Ne? Müsst ihr wissen. Sollen wir in ihr Zimmer gehen? Aber ich weiß nicht, warum gerade in ihr Zimmer. Ich kann nicht wohl läuten. Hä? Okay. Okay, ich glaube, die ist gerade durch den Boden geglitscht. Okay. Gut. Die Treppe hoch zur... Es ging nicht. Ich glaube, die ist durch den Boden geglitscht. Ich glaube schon... Ist sie wieder... Nee, sie ist links. Ich glaube schon, dass ich in mein Zimmer muss. Ich glaube schon, dass ich... Hallo, PFD Miller, wie geht's dir? Ich glaube schon, dass ich in mein Zimmer muss. Garage und dann raus. Ja, aber kann ich ja nicht. Wie soll ich denn in... Ich kann ja nicht. Wenn du stehen bleibst, ich verstehe. Hä? Okay. Nee, falsche Tür. Mach zu! Okay. Kannst du aus dem Fenster? Okay.
Schlüssel aus dem Heizraum holen, Garagentür öffnen. Okay, den Schlüssel. Sorry, die Tür ging nicht mehr zu. Okay, Moment. Garagentür öffnen. Okay, Garagentür öffnen. Den Schlüssel aus dem Heizraum holen, den Hammer. Wir haben den alten Hammer. Okay. Aber ich kann nicht raus, wenn die da ist. Gleich hinterher? Ist das, ey, die läuft mir doch nach. Die Tür hat mich sabotiert, ja. Jesse Tell, so ist es. So, okay, probieren wir mal. Wir halten, wir machen uns den Flucht nicht auf. Ich muss die Kite... Wie denn? Wie denn? Okay, wir müssen also noch draußen. Okay. Okay, Chat. Aber ich verstehe nicht, wie ich sie... Wie komme ich an ihr vorbei, Robby? Verstecken geht nicht, Anastasia. Einfach raus aus dem Tor. Ja, aber die läuft mir doch nach. Hey, wir haben gute Nacht, schlaf gut. Aus dem Garage laufen. Aber ich kann nicht. Weil die geht ja immer dahin zu den Stromkasten. Ich kann ja nicht, Robby. Weil wenn ich da lang gehe, dann geht es um Stromkasten. Runde laufen. Die Eingangstür ist weg. Da musst du doch nicht mehr hin. Du hast aber gesagt Garagentür. Ah, lol. Moment, ich könnte mir einfach den Fluchtweg schon aufmachen. Um die Waschmaschine rum. Aber okay, ich muss aus der Garage raus. Aber wie? Ja, Garage ist doch immer aufgemacht. Und dadurch. Robby. Achso, ich so. Robby, aber ich kann doch nicht. Also, ganz kurz. Die Frau läuft doch da raus und darüber und zum Sicherungskasten. Dort, wo der Weg zur Garage ist. Ich kann doch da nicht lang. Oder? Verstehen Sie, was ich meine? Ich kann doch da nicht langlaufen. Ich kann doch nur in die Richtung. Wenn sie zur Tür geht, rennt sie zur Garage. Aber sie geht nicht zur Tür. Sie geht da lang. Sie geht darüber. Und da ist die... ne? Aber die fetzt doch vorne an dem Kasten rum. Vielleicht geht das. Okay, wir probieren's. So. Okay. Hallo, meine Damen. Ja, ich kann nicht zu... Nee, das geht nicht. Ich kann nicht... Also, wenn ich zu nah an sie reingehe, bin ich tot. What the fuck war das gerade? Ja, aber ich weiß nicht, wie sie nach rechts ging. Ich weiß nicht, wie. Stell dir vor, das habe ich doch gerade probiert. Leute, das geht nicht. Ich kann nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht mit ihr vorbei. Das geht nicht. Ich kann nicht mehr vorbei. Die ist viel zu schnell. Und das ist doch bestimmt ein Event. Ich muss doch das tun. Das ist 100% das, was ich tun muss. Die läuft immer nur hin. Du musst dir nur ausweichen. Ach so. Kann ich die kiten? Also, es gibt nichts, wo ich rumherum gehen kann. Okay, vielleicht bin ich schneller als sie. Oh, ich wollte die Tür zu machen. Okay, wir probieren's. Okay, sie ist doch nicht so schnell. Oh, sie hat den ganzen Sicherungskasten abgerissen. Das ist nicht von der Miete ab, du Sau! Okay. Neue Stromversorgung, was soll das denn jetzt? Ja, geil! Oh Gott! Och, wo ist Simmerigatina? Ist doch nicht! Simmerigatina! Danke für den Support! Simmerigatina, 14 Euro! Simmerig, gute Nacht! Schlaf gut, meine Hübsche! Simmerigatina, wir beschäftigen uns doch kurz mit der Oma!
Simmeringer, Diener, danke für den Support. Dankeschön, meine Süße. Danke für alles, was du heute gemacht hast, Simmeringer, Diener. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und viel Spaß morgen in der Arbeit, wo es ihm auch hingeht. Simmeringer, Diener, danke dir, meine Hübsche. Vielen lieben Dank. Aus Hasenleiten. Okay. Nein, ey. Oh, ich muss noch eine Runde. Ich muss noch eine Runde laufen, Chat. Zum Glück ist die Omi nicht so schnell. Jesse Tell. Oh, die Tür ist offen. Oh Gott. Die Tür ist offen. Oh Gott. Ich bin draußen. Im 23. Was arbeitest du, Dino? Okay, ich bin draußen. Geht raus. Schnell. Bewege ich mich überhaupt oder was ist los? Oh Gott. Und wohin? Wohin jetzt? Ich suche Laternen. Tschüss, grausame Welt. Okay, das war's mit dem Job. Das war's. Ich wandere aus mit Jesse Till, mit Kim Sim, zusammen mit der Sarah Zuger. Tschüss. Hey, wohin? Oh, oh Gott, ich laufe einfach da lang. Ich gehe zum Amlip Toro, die nimmt mich sicher auf. Das ist Entin. Oh, das war sein erstes Spiel? Wenn du es hier auf YouTube Twitch schaust und das Spiel noch nicht selber gespielt hast, bitte überleg das Spiel zu kaufen. Oh, hä? In diesem Spiel gibt es zufällige Ereignisse, deshalb wird dein Playthrough ein bisschen anders sein als dieser. Okay, aber das war, was war jetzt die Story? Hallo, Little My Web, mein Hübsche. Was war die Story? Und jetzt werde ich da liegen gelassen wie ein nasser Sack? Ich würde jetzt gern die Story schon wissen. Ob ich was verpasst habe. War jetzt aber auch etwas kurz, oder? Naja, wir sind 4 Stunden. Wir haben fast 5 Stunden gestreamt jetzt. Oh, aber ganz ehrlich, ich fand's richtig gut. Ich hätte nur eine Story gern noch gehabt. Wenn man gewusst hätte, warum, was war passiert. Du warst ein Hausmeister. Nee, ich fand's aber richtig gut. Mir hat's echt gut gefallen. Es war ein super Game. Ihr habt's gelesen, also ich glaube, das Spiel kostet gerade 3-4 Euro. Und er hat geschrieben, jeder Playthrough ist ein bisschen anders, ne? Also das heißt, wenn ihr vielleicht 3-4 Euro habt oder sowas, gebt es nicht mir. Auch wenn ich mich immer drauf freue, aber könnt ihr auch gerne sowas so supporten, oder? Ich fand's richtig gut. Ich hätte mir nur gerne gewünscht, eine kleine Story. So ein bisschen, ne? Wie hat's euch gefallen? Frau Riedel, hat der Tod irgendwas beschwört? Da waren Kerzen, gell? Kann das sein, dass diese... Ich habe eine Theorie. Kann das sein, dass diese Frau, die tot im Zimmer lag, die hatte überall Kerzen stehen und so Dosenravioli und Bücher. Kann das sein, dass die vielleicht irgendwas beschworen hat in ihrem Zimmer? Deswegen die Kerzen aufgedreht, Ding sagt so irgendwie sowas, ne? Und dann irgendwie gestorben ist, weil der Dämon für sie übergriffen hat oder sowas? Genau, da lag ein Buch für ihr, vielleicht so ein Beschwörungsbuch, ja. Das alles passiert auf einer fast wahren Story. Hä? Ich gebe eine 5 von 10 Gameplay, war ganz okay, aber Story gefällt. Ich fand's richtig gut. Also das Spiel hat mir Spaß gemacht, weil es Spaß hat's mir gemacht. Sie hat einen Dämon in Ravioli beschwören. Ich weiß es nicht. Das war auch mit für den Pin egal, wenn ich mich recht erinnere. Und eine hängende Voodoo-Puppe. Ja, sie hat wahrscheinlich irgendwas beschworen, ist dann selber gestorben und der Dämon hat von ihr übernommen und wir sind dann halt einfach weggelaufen, ne? Was? 4 von 10 war jetzt nicht so atmosphärisch? Also ich fand's richtig atmosphärisch. Ey Leute, ich fand das richtig gut. Ich fand's richtig gut. Bin ich der Einzige, dem das gefallen hat, das Spiel? Ich fand's cool. Mir hat's wirklich Spaß gemacht. Hat's, ich fand's richtig gut. Mir hat's echt, ich fand's richtig gut.